Herzlich willkommen zu ESL TV am Dienstag. Mit dabei Marc Förster. Jaws, ihr kennt ihn alle, aus der ESL Pro Series. Und wir haben uns was Schönes überlegt, denn wir zeigen euch heute die Extreme Masters. Und ihr fragt euch natürlich, was läuft da überhaupt? Einige haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen. Die Last Chance Cup, so heißt es. Ja. Ein Slot wird noch ausgespielt. Da, um das jetzt mal zu erklären, wieso es überhaupt so ist, Insomnia eigentlich sagt auf dem ESL Finals, er wird nicht mehr mitspielen und wurde ein Spot frei. Sebastian Weißer, aka Baschi, sich aber wohl verhört hat und er meinte, er überlegt nochmal, ob er mitspielt. Und das hat Jens Siegers gehört. Und jetzt meinte Insomnia, er spielt doch noch mit. Und somit gibt es dann eigentlich doch keinen freien Spot. Aber da das Turnier schon angesetzt war, gibt es jetzt in einer Gruppe, und das ist die Gruppe C, in sehr kurzer Zeit einen siebten Spieler. Und um mal darauf einzugehen, wer da überhaupt die Chance drauf hat. Es sind acht Spieler. Das war ein Achtergrid, Single Elimination, aber Best of Three. Oder sagen wir mal, es ist einigermaßen fair. Double Elimination ist natürlich immer schöner. Dauert halt länger. Aber die wollten das ganz schön schnell durch, haben ich das Gefühl. Gut, dann machen wir schnell. Wir haben noch zwei Spiele, um das mal auf den Punkt zu bringen. Und das erste, was wir haben, das ist Thomas G gegen, warte, jetzt muss ich gerade nochmal überlegen, wen hatten wir da auch mal? Ach ja, natürlich, gegen Bianconero. Das ist das erste Spiel, was wir jetzt gleich, was du sogar schon gestartet hast, zeigen werden. Und ein Overall-Finalist, also im Winner Bracket-Finale, steht schon Dovak. Der Gewinner gegen, also. Der gegen Fire 3-0 verloren hat. Das ist natürlich krass. Einer, der schon seit fast einer EPS-Season jetzt inaktiv ist, immer noch die krassen Spieler weghaut. Was sagst du dazu? Ja, man muss ja auch noch sagen, dass er... Ja, hallo erstmal. Und natürlich, man muss natürlich erstmal sagen, dass er gegen Korugnoi 2-0 gewonnen hat. Stimmt, hat er auch noch, ja. Was natürlich sehr überraschend ist, nachdem er gegen Fire 0-3 verloren hat. Wir können ja mal ganz kurz auf das Grid eingehen. Ja. Können wir ja noch mal kurz zeigen. Ich guck mal, hier haben wir nämlich noch eine Lupe. So... Und da können wir einfach mal ganz kurz bei mir auf den Bildschirm gehen. Dann schauen wir uns das Grid mal an. Es gab auch Seedings und Dovak war tatsächlich auf 1 geseedet. Habe ich natürlich gut gemacht. Ne? Natürlich. Ja? Er ist jetzt schon im Finale. Hat gegen Korugnoi 2-0 gewonnen. Konnte sich dann innerhalb von wie vielen Minuten? Ich glaube 20 Minuten, 5 Stunden oder so. Also war extrem schnell gegen Rotterdam 2-0 durchsetzen im Undead Ork Matchup, was ja eigentlich recht gut ist für einen Ork. Und ist jetzt schon im Winner Bracket Finale und es gibt, wie gesagt, kein Loser Bracket, also Single Elimination. Darunter haben wir Hard Gamer gegen Rotterdam gehabt. Der hat Hard Gamer sich auch schnell geschlagen gehen müssen, 2-0. Das ging noch ganz gut für Rotterdam. Dachte ich auch so, okay, gut, jetzt gegen Dovak hat er eigentlich gute Chancen. Ja. Ork Undead. Gut, hat nicht ganz geklappt. Bro 88, das ist Bianconero, der ja schon im ENC eigentlich ganz gut gespielt hat. Gegen Knutzi, gegen den durfte er 2-1 gewinnen. Das war relativ knapp. Und dann durfte er gegen Thomas G. Ja, da haben wir schon die erste Überraschung. Ja. Thomas G hat gewonnen gegen Fury 2-1 und das im da, 100 gegen 11. Das hat ziemlich lange gedauert, wie ich gehört habe. Das Spiel ging irgendwie fast 100 Minuten in drei Maps. Das ist natürlich extrem lang. Und ja, dann somit Bianconero gegen Thomas G. Und da konnte sich, da gibt es jetzt das erste Match, was wir gleich zeigen werden, im Matchup Undead, Night Elf gegen Ork. Das ist ja eigentlich auch wieder so ein leichtes Favor-Matchup für Night Elf, oder? Ja, kommt auf die Maps an, aber ist schon pro Elf. Ja, wir gehen einfach mal direkt ins Spiel rein und schauen uns das an. Wir haben natürlich schon alles am Laufen und wollen uns natürlich alles so viel anschauen, wie es noch geht. Also ich habe natürlich perfekt geplant, muss man sagen. Wir haben noch 2 Spiele, 2 Stunden ist eigentlich ein gutes Timing, oder? War einfach gut durchdacht. Ja, du brauchst auch immer so ungefähr eine Stunde für ein Best of Three, oder? Kommt immer drauf an. Also gegen Bash ging es jetzt ein bisschen schneller, aber ja, schon so der Durchschnitt. So, schauen wir uns das einfach mal an. Und in Gelb haben wir unterwegs momentan den Ork, das Bianconero oder Bro. Ja, haben wir schon einen toten Blade Master. Echt, ist der schon gestorben? Ja, der ist schon gestorben. Ach, stimmt. Ah, da sehen wir ihn schon. Ich mach mal hier kurz noch eine Ticken heller. Scheint aber noch Level 1 gewesen zu sein, so schnell wie der wieder da ist. So schaut es auf jeden Fall aus. Gucken wir mal hier drauf. Ja, Stufe 1. Das ist der Blader, der hier schon gefallen ist. Gucken wir mal hier. Demon Hunter ist schon Level 2, also das schaut schon mal sehr gut aus für Night Elf. Gerade so ein Early Game ist ja in dem Matchup nicht unwichtig. Und normalerweise macht der Ork ja viel Druck gegen Night Elf, oder? Nicht umgedreht. Ja, es kommt immer darauf an. Es gibt Spieler, die eher defensiv spielen und Spieler, die gegen, also eher offensiv spielen. Ja. Und dann haben wir natürlich mit den Grunts den großen Vorteil gegen die Archer, wenn er wenige baut. Aber natürlich gibt es auch dann diese Option, dass man viele Archer baut und dann steht man da mit den Grunts schlecht drin und verliert einfach einen nach dem anderen. Ja, klar. Jetzt sehen wir es hier. Erstmal mit den Grunts gegen den Demanter. Will abwarten, bis er 50 Mana hat und nochmal einen Windblock direkt ansetzen kann. Ja, und ja, das hat er auch gut gemacht. Gut gemacht. Und somit ist der Demanter jetzt auch schon ungefähr 50% der HP runter. Der Grunt wird eben gehealt. Wir haben zwar nicht gesehen, wie der Blade Master am Anfang gestorben ist, aber wir können darauf deuten, dass er an dem Marketplace gestorben ist, weil er den großen Invo dabei hat. Und da sah man auch hier irgendwie einen roten Archer direkt rumlaufen. Also da, aber anscheinend hat er zwar das Item bekommen, wahrscheinlich auch sogar die Experience. Auf der anderen Seite, gut, ist er halt gestorben. Aber was würdest du sagen, hat es rentiert oder nicht? Also Invo Potion plus
Experience gegen... Also Level 1 Held kann man durchaus mal sterben lassen und eine große Invo-Potion ist jetzt nicht das schlechteste Item, gerade im späteren Verlauf natürlich wichtig für den TC, der da nicht geburnt werden kann. Wird man sehen, wie er es einsetzt. Beastmaster Second beim Night Elf, der wird jetzt wahrscheinlich erstmal Druck machen und versuchen, die Tier-2-Gebäude anzugreifen, vor allen Dingen primär Beastery, oder? Das gegen Raider in Snare, das ist natürlich so der Night Elf. Ist eigentlich Fall. Relativ egal, welches man am Anfang abbricht. Natürlich ist die Lodge, tut natürlich auch weh, wenn man einfach keinen Dispel hat gegen das Feel Fire oder hinterher auch gegen Cyclone. Weil Beastery ohne Raider ist einfach noch schlechter eigentlich, das stimmt schon. Ja. Jetzt sehen wir, geht's gerade mit den vier Guns auf den Beastmaster, aber jetzt zieht er sich erstmal zurück, weil zu viel Damage hier auf die Guns geworfen wird. Und das Beastery, das Spirit Lodge wird sofort abgebrochen. Ja. Und jetzt geht's auch schon gerade aufs Beastery. Ja, da sieht man noch dieses Problem, was ich vorhin angesprochen habe. Wenn die Grunts nicht gut drinstehen, dann hat man einfach das Problem, dass einer nach dem anderen stirbt. So, und jetzt wird auch das Beastery sogar noch abgebrochen. Ein Arbeiter hier im Burrow drin. Das ist natürlich nicht viel. 34 Supply, der Second Hero CTC, der ist halt noch nicht da. Und das Gebäude wird hier tatsächlich nochmal abgerissen, also auch abgerissen. Und ich weiß gar nicht, ob er das jetzt abgebrochen hat oder ob er das nicht mal mitgekriegt hat. Jetzt sehen wir, dass der Blade Master kriegt auch relativ viel Damage. Hat noch eine Speed Score, die nutzt er jetzt mit den drei Grunts, geht er durch bis zum Beast Master. Aber da, ja, da stacken schon wieder die Grunts. Und der Blade, oh, der BM hier fast downgegangen, aber jetzt ist der Beast Master auch in Trouble. Fällt nicht, wird gestufft mit dem Stuff Preservation in diesem Moment. Jetzt geht's auf die Archer, eine schöne Wave durch. Und da fällt der erste Archer endlich, wurde auch Zeit. Oben wird wahrscheinlich jetzt auch der erste Grunt sterben. Ja, und das ist natürlich kein guter Tausch. Nee. Der ist ziemlich teuer. Lodge wird immer noch nicht gebaut, oder? Da unten wird sie gebaut. Da, das stimmt, da unten. Aber da, die wird wahrscheinlich fertig. Aber das Beastery wird wahrscheinlich wieder abgerissen. Ja. Der Diamant hat nämlich auch noch Boots dabei. Somit geht das... Das könnte ein ziemlich großes Problem werden. Oh, na gut, jetzt wird es zwar nochmal knapp. Vielleicht kommt er nicht mehr raus. Ah, da wird er eingesperrt oben. Und jetzt kommen die Peons. Ah, die hat er nicht in der Gruppe mit... Ja. Oh, und da kommt er wieder raus. Ja, hat er leider. Jetzt hat er die Peons mit in der Gruppe. Das war natürlich zu spät. Mana Burn nochmal auf den TC. Da keine weitere... Doch, eine hat er noch. Noch. Die sollte er jetzt auch vielleicht werfen, bevor der nächste Mana Burn kommt. Der Blade ist schon wieder ziemlich angeschlagen. Muss oben weglaufen. Kommst du jetzt wahrscheinlich in Potion. Oh, nee, komm, oh, knappes Ding, da ist er fast gefallen. Next Round vielleicht, auch keine gute Idee, da geht nämlich der Blade Master. Da TP'd er sich schon. Da sagt Flavor schon GG. Das läuft nicht gut für Bro, muss man sagen. Wir sehen jetzt zum Beispiel, dass gerade Tag wird. Jetzt müsste der Night Elf eigentlich schon Tier 3 sein. Wenn wir mal kurz in die Main gucken. Ja, ja, fast Tier 3. Fast Tier 3 macht das Upgrade, den ersten Talents auch hat schon. Hat vor allem noch ordentlich Knete und Holz. Also ja, der kann gleich richtig lospumpen. Der wird wahrscheinlich dann auch gleich den Tinker ins Spiel bringen. Oh, da gehen ein Grunt nach dem anderen down. Und die Archer hier, die haben... Also ich meine, Archer sind halt eigentlich nur Futter irgendwann, aber damit... Ja, mittlerweile braucht er sie eigentlich gar nicht mehr. Ja. Er nimmt sie jetzt halt noch mit und versucht so viel Schaden zu machen, wie es geht. Ja, und ohne den Snare und Raider ist halt echt schwer. Jetzt sehen wir, der Beastmaster, der Blademaster muss schon wieder aufpassen, auf 88 HP runter. Jetzt geht's auf den Beastmaster, aber den kann er ja gleich wieder stuffen. Und da fällt jetzt auch im Gegenzug schon direkt wieder der nächste Grunt und der Beastmaster konnte wieder in die Base. Kann sich jetzt hier gleich wieder heilen, weil die Movements sind auch ziemlich leer. Kauft sich eine Heal Potion. Ach, hat drei Heal Potions gekauft, eine genutzt, zwei gekauft. Ja, das ist vielleicht den einzigen Vorteil, den er daraus jetzt gezogen hat, dass seine Brunnen alle leer sind. Aber ob er das noch nutzen kann, ist jetzt halt die Frage. Ja. Wir sehen, der Beastmaster, der Blademaster haut hier drauf. Oh, jetzt der geht wahrscheinlich down und ja, das sieht gar nicht gut aus. Das sieht überhaupt nicht gut aus. 26 Supply gegen 32 und Thomas G. hat bisher nur mit Tier 1 Tunes gespielt. Das ist natürlich... Ja, ich weiß nicht. Hat seine wirkliche Stärke und seinen Trumpf hat er noch gar nicht gezeigt und und Bianco Nero geht ziemlich unter. Dann gleich zieht er den Joker und dann ist dann hier schön eine Ausbildung mit den Talents. Und dann ist eigentlich auch schnell over. Ich meine, er hat ja gar nichts. Ein Spirit Walker und ein Raider. Ja, seine Base ist einfach nicht gut angelegt gewesen. Dadurch, dass er seinen Blade Master im Early verloren hat, hat er natürlich auch den Druck verloren. Und dadurch konnte er jetzt einfach... Er konnte ihn einfach in die Base drücken und hatte gar keine Chance. Ah, wir sehen das jetzt hier, der Tinker mit am Start. Und er hat die schwachen Archer immer noch mit im Spiel. Und die sind auch wieder mit im Fight gleich. Die Streitkräfte und gleichzeitig sehen wir hier TC Solo Creep jetzt. Und in dem Moment kommt jetzt der Night Elf schon wieder, macht wieder Rego. Ohne viel Zeit zu verschwenden, hat jetzt auch schon die Master-Talents gehabt. Ja, er lässt ihn sich gar nicht erholen, gar nicht das Merc-Camp wahrscheinlich, oder das Merc-Camp ist sogar schon frei, er könnte sich vielleicht nochmal Mercs holen, um da irgendwie aus der Misere zu kommen, oder? Ist das frei? Nee, das ist noch nicht frei. Ah, nee, die Creeps hast du nicht eingeschaltet. Ja, ah, stimmt. Steuerung R oder so. GG, well played. Oh. Ja. Ja, ihr seht, ja? Manchmal geht es schneller, als man denkt. Da waren alle Chancen dahin. Wahnsinnssache, wie schnell Thomas G. da den Bro vorgeführt hat. Wir wissen jetzt gerade gar nicht, was die Map-Vetos waren. Sonst könnten wir nicht ahnen, was die nächste Map ist. Aber ich denke, das werden wir sehr schnell rausfinden. Schauen wir uns das an. Ich frage einfach mal, what is the next map? Da bin ich mal gespannt. Ja, dazu muss man sagen, D-Muslim, eigentlich auch einer der Kandidaten, die heute dabei hätte sein können, hat es verpennt. Meinte, also er musste einfach nur eine einfache E-Mail schreiben, von wegen, ja, ich bin dabei,
Leider meinte er, er hatte ein Virus gehabt und deswegen konnte er keine E-Mail schreiben. Gut, ist natürlich blöd, dann soll er jemand anders Bescheid sagen, der eine E-Mail schreibt. Tja, ist mittlerweile schade für ihn. Natürlich kann man es jetzt auch nicht nachweisen, inwiefern das richtig ist oder ob er es einfach nur verschlafen hat. Ja. Aber ist natürlich schade für ihn. Jeder andere Spieler hat sich jetzt natürlich gefreut, dass ein starker Human aus dem Grid ist. Ich weiß gar nicht, durch wen er jetzt ersetzt wurde. Wer? Demuslim. Muss ja irgendeinen Ersatz gegeben haben. Achso, nee, es gab am Anfang einfach nur 7 Leute. Achso. Und dann kam Kogenol noch heute Morgen dazu. Und dann, nee, Koro war ja schon, der hat auch Runde 2 gespielt, aber... Achso, nee, ich meine, das ist ja sozusagen hier, die Spieler, die spielen, sind die alle Verlierer aus der Runde 2. Und die haben die Chance, den Slot nochmal zu bekommen für die Main. Ja, Koro war aber in Runde 2. Genau. Ist er nachgezogen? Also eigentlich war er von Grund auf dabei in diesem... Jetzt ist ja schon die Main Round. Koro hat ja gegen Diesel 3-0 verloren. Verstehst du? Ja, es war Runde 2, oder nicht? Genau. Ja. Und die Sieger aus Runde 2 kommen ja in die Main Round. Hm. So, er hat verloren. Jetzt hat er aber die Chance, durch diesen Last Chance Cup, so wie er genannt wird. Ja, ich glaube, wir haben es nur missverstanden. Also es ist definitiv so, der Sieger aus diesem Turnier kommt noch in die Main Round, in Gruppe C. So, und Kurgnoy hat gegen diesen 3-0 verloren. Ja. Und hätte er gewonnen werden in der Main Round, hat er nicht, hat er jetzt die Chance, durch den Last Chance Cup doch noch da reinzukommen. Ja, was meinst du? Dann hat er sofort verloren, von daher. Ja, ist halt auch nicht mehr so wichtig. 2-0 schon wieder verloren. Haben wir ja viel um heißen Brei gesprochen. Ne? Ja. Schön durch die Blume und so. So, zweite Map schon wieder offen. Ja, wir haben Secret Valley. Eigentlich ziemlich gute Orken, dadurch, dass wir die 2 Fountains haben, jeweils oben und unten. Können wir uns mal auf was gespannt. So, und beide sind schon in der Raid. Es geht ziemlich flott hier, das ist super. Ja. Ja, schneller als in ESL spielen, EPS spielen, sag ich da. Du keine große Verzögerung, keine Hostsuche. Aber da kann man ja auch mal drüber sprechen. Du, fast auf den Finals, beziehungsweise zum Greifen nah, hast noch ein Spiel vor dir gegen jemanden, den du durchaus schlagen kannst, Turisas, diesen Sonntag. Auf der anderen Seite bist du aber abhängig von anderen Leuten. Du musst gegen die anderen. Ich kann auf jeden Fall nicht mehr aus eigener Kraft auf den Finals. Ist natürlich schade irgendwo. Aber gibt es gerade, nachdem du gegen Akis verloren hast, jetzt diesen bitteren Nachgeschmack? Ja, das ist schon ziemlich bitter. Also muss man einfach sagen, hätte ich gegen Akis nicht verloren, wäre ich jetzt fast sicher auf den Finals mit dem Sieg gegen Turisatz. Aber so ist es halt nochmal, wer weiß. Viele sagen ja, du bist so ein bisschen so der neue Spell. Wenig Mass-Action, sondern ein bisschen mehr Tier 2, Micro-Action und so. Ehrt dich das oder denkst du so, ja gut, mir doch egal, ich mach ihn platt? Tja, ist natürlich schön, mit so einem Spieler verglichen zu werden wie Spell, der relativ viele Erfolge hatte, auch international gut abgeschnitten hat, aber ich will da jetzt nicht irgendwas von ihm abhaben oder so. Ja. Ich will so mein eigenes Ding spielen und wenn es sich gerade damit überschneidet, was er damals gespielt hat, dann ist es natürlich schön zu sehen, dass es ein weiterer Ansatz ist, in diese Richtung auch mal ein Spiel aufzubauen, aber... Möchtest du national nur gut sein oder hast du ja auch irgendwie so Ziele, dass du sagst, wenn es jetzt weiter so bergauf geht, ich meine, du merkst ja schon irgendwo so eine Leistungskurve, die nach oben geht, dass du sagst, ey, irgendwann möchte ich auch international mitmischen. Wir Deutschen gelten ja immer so als, national sind wir toll, mittelmäßig im internationalen Bereich, mehr können wir nicht. Bei uns ist nie jemand top, so wie in Holland der Grubby oder in Frankreich der Todd oder ja, so. Ja, uns wird ja auch viel nachgesagt, dass wir uns einfach auf der EPS ausruhen, was für den einen oder anderen Spieler natürlich auch völlig richtig ist. Mio zum Beispiel. Ja, wir haben natürlich Spieler, die einfach davon profitieren, dass wir die EPS hier in Deutschland haben und da kein anderer mitwirken kann eigentlich, wenn er keinen Wohnsitz hier hat. Aber meine Ziele sind schon eher international auch mal ein Turnier mitzuspielen und vielleicht auch was zu gewinnen. Natürlich ist das jetzt noch nicht möglich, aber wenn es weiter so bergauf geht, sehe ich dem gut entgegen. Da bin ich ja mal gespannt. Ich weiß gar nicht, die Finals sind ja schon nächste Woche, um das mal zu erwähnen. Das ist ja, gar nicht, das ist ja krass. Also Sonntag ist ein Spiel, eine Woche später, 5 Tage später müsstest du dann schon auf den Finals hier in Köln sein. So. Im Tanzbrunnen übrigens, von Freitag bis Sonntag. Sonntag ist das Spiel dann übrigens auf Giga, glaube ich. Ich weiß nicht, ob deins genau auf Giga ist, aber ich denke, die werden so ein bisschen switchen, weil das ist ja super interessant, ja, so ein bisschen hin und her jetzt viele spannende Begegnungen, auch das EFNG in Hamburg, was wir jetzt noch haben. Hanf gegen Try Dying, du machst super Sachen hier. Haben wir auch noch am Freitag in Hamburg und da wirst du wahrscheinlich auch zugucken, oder? Ja, natürlich. Davon hängt ja auch im weitesten Sinne ab, wie jetzt mein Ausgang dieser Saison ist. Und also dir ist das schon sehr wichtig, dass du nicht sagst, okay, ich gehe heute Abend lieber mal mit einem Kumpel eine Bar, ich schaue mir lieber das Spiel an, weil entscheidet ja immerhin um viel Geld auch. Also, ich weiß jetzt nicht, ob ich das so gezielt mir ansehen werde, aber natürlich, wenn es die Zeit hergibt, werde ich es mir natürlich ansehen, weil es ist wichtig für den Ausgang meiner Saison und auch für den weiteren Verlauf. Ich weiß ja, dann kann ich schon mal trainieren vielleicht für die Finals ein bisschen, weil 5 Tage ist relativ wenig Zeit, um sich auf 4 Spieler vorzubereiten oder 3. Natürlich werde ich mir den Score würde ich mir auf jeden Fall angucken. Na gut, wissen wir schon mal Bescheid. Quatschen wir schon gleich noch ein bisschen mehr drüber. Ja. Lass uns wieder ins Spiel reingehen. Und Secret Valley hast du schon erwähnt. Ziemlich gute Org-Map, begründet natürlich durch die Fountains, die wir haben. Nicht nur eine, sondern sogar 2.
Trotzdem, denkst du, dass da der Night Elf irgendwie stark benachteiligt ist? Oder dadurch, dass der Night Elf ist, ist es sogar fast 50-50? Also ich habe jetzt nicht so die richtig, also ich habe jetzt nicht richtig viel Ahnung von diesem Matchup, aber wir haben auf der Map ganz klare Vorteile auch für den Night Elf. Wir haben zum Beispiel diesen Creep, der einem fast Level 2 gibt. Naja. Natürlich haben wir das auch auf der Seite des Orks, der aber meistens kleinere Spots angeht, weil er einfach Angst hat, gejackt zu werden. Und dann verliert er einen Grunt, das ist natürlich ziemlich bitter. Aber durch den Brunnen ist natürlich auch die Gegebenheit da, dass man sich danach einfach gut heilen kann. Findest du jetzt, wenn du siehst, so die Spiele, das erste Spiel, okay, das war jetzt ein bisschen strange, das ist sehr schnell zu Ende gegangen. Wenn du dich jetzt vergleichen würdest mit den Spielern, die ja für die Extreme Masters gerade spielen, was ja eigentlich nochmal eine Ebene über der EPS ist, weil es einfach international ist, dass du denkst, so, ach schade, dass jetzt nicht schon früher in der ESL Pro Series war. Das, was die jetzt hier können, das kann ich mittlerweile eigentlich auch ohne Probleme. Also ich habe dieses System ja schon ein bisschen angezweifelt mit der Vorgehensweise, wie man die Spieler ausgelost hat. Dass man einfach von der letzten EPS-Season Leute spielen lässt, wie zum Beispiel Fire. Nichts gegen Fire, spielt natürlich gut auf, aber natürlich ist es schon irgendwo ein bisschen schade und ich weiß nicht, also ich hätte durchaus mitspielen können. Ich bin jetzt nicht wirklich schlechter als Leute, die gerade hier spielen. Und Also denkst schon, in die Main Round mit ein bisschen Glück hättest du eigentlich schon schaffen können. Ja, unter die besten 24. Mit einem guten Seed wäre ich dann 24. natürlich auch in die Gruppen eingezogen. Ja, aber ich würde sagen, spätestens nächste Season, ich meine, die Voraussetzungen sind ja jetzt da für dich. Ja. Kannst du dann auch mitwirken? Ja, ich hoffe, es gibt ein Extreme Masters 3 und dass ich dabei bin. Ja, ich glaube schon. Ich weiß gar nicht, ob es da schon was Hundertprozentiges gibt, aber ich glaube, wenn es eine erste, eine zweite gibt, gibt es schon noch eine dritte. So, gucken wir einfach mal ein Spiel und wir sehen, Blade Master jetzt gleich Level 2, creept auch in der Fountain und ja, dadurch kann er sich auch gleichzeitig die ganze Zeit heilen. Und einzig und allein den Drachen kann er nicht angreifen, aber spielt ja auch nicht so die große Rolle. Aber wirklich viel Glück hat er noch nicht, er hat bis jetzt einen Ring gefunden und einen Mantel. Ja. Das ist jetzt nicht so die gute Ausbeute. Normalerweise erwartet man Claws oder irgendwie Gloves oder so. Ja, genau. Vier Archer jetzt auf Seiten von Thomas G. Der Elf hat sich jetzt natürlich die Boots gesichert. Vom Ork sehen wir keine Boots. Was eigentlich nicht so gut ist, oder? Gerade auf... ist die Frage. Man braucht nicht wirklich immer Boots. Es gibt viele Spieler, die auch einfach ohne spielen. Ich weiß jetzt auch nicht, was der genaue Grund dafür ist. Ja. Aber es scheint auch ohne zu gehen, also... Jetzt sehen wir Thomas G. Creep einen großen Spot, aber auf der anderen Seite Bianconero auch. Mit vier Archern, jetzt kommt der fünfte und ein Demonhunter, haut er mal eben den Shot platt. Ja, das große Problem, was er hat, er könnte nicht den gleichen Spot creepen, weil er einfach... danach wird es wahrscheinlich so sein, dass die Nacht gerade halb um ist und wir damit den Tier 2 Hero des Elfen sehen. Und wenn er dann angeschlagen ist und sich gerade erst heilt, der Ork, dann hat er ziemliche Probleme. Jetzt haben wir für... Aber wie Brogard sagt, what items? Ja. Und dann schaue ich gerade auf sein Inventar. Zwei Clock of Shadows, zwei Ring of Protection, einmal plus zwei, einmal plus drei. Ah, ich meine, vier Der hat dann Creep geklaut. Ja. Ist jetzt auch Level 3 mittlerweile schon. Oh, jetzt hat er ihm sogar noch hier die Chance genommen, Level 3 zu werden, die Manta. Aber er hat einen großen Pot gefunden, das ist natürlich super. Ja, das ist natürlich gut dann für Thomas G. Auf der anderen Seite, ja, wie gesagt, Bro hat einfach nur Blödsinn gefunden. Da ist ja gar nichts Schönes dabei. Sehen wir, sein Shop ist gleich fertig, genau mit dem Tier 2 Tag. Das hat er gut getimed, da wird er sich dann den Staff holen. Ja. Bro hat jetzt nochmal die Reste gecreept, die noch dort waren am Shop. Hast du noch ein bisschen Witz Dry Finals gesehen? Hast du Sojo gegen Moon gesehen? Nee, habe ich nicht gesehen. Ah, da habe ich den Stuff mal in imbarer Aktion gesehen. Also sowas habe ich noch nie gesehen. Ah doch, das war dieses Spiel auf Turtrock, oder? Ja, das habe ich auch gesehen. Ah, das ist bitter, oder? Ja, das war richtig krass. Da sieht man mal wieder Moon und Sojo. Ja, natürlich zurzeit die führenden Elfen. Und das war einfach mal wieder eine Freakshow, die uns da geliefert haben. Unglaublich, wenn ich mir überlege, dass Impact meinen Stuff benutzen würde, ne? Ja, wenn dann wäre der richtig gut. Dann wäre der eine Maschine, aber gut. Aber dafür hat Impact andere Sachen, die kein anderer hat. Stimmt, ja. Aber er spielt auch einfach Ork dann, ne? Ja, er spielt auch einfach Ork, da braucht man nicht so viel Micro. Gar nicht so schlecht, wie er meint. Ja. Und, aber er gewinnt ja auch ab und zu mit Micro. Ja, ab und zu gewinnt er mal. Aber das liegt auch eher daran, dass die Gegner schwächeln und er nicht wirklich so stark aufspielen kann. Oh, jetzt kommt der Blade Master genau im richtigen Moment, kann jetzt die beiden Windfox. Das hat er gut getimed. Das hat er. Engine of Winds kicken. Hat er wahrscheinlich oben an der Uhr getimed. Das Problem ist einfach, dass der Elf jetzt den Gegengo macht. Diesmal steht das Beast allerdings schon. Ja. Und die Lodge ist auch fast fertig. Da wird er wahrscheinlich nicht. Kommt von der Seite mit vier Grunts. Hat jetzt diesmal die Aura geskillt, nicht die Wave. Ja, und alle Grunts voll. Das ist natürlich eine super Ausgangssituation für ihn. Und der Blade Master kickt jetzt hier gleich den zweiten. Oh, die Lodge nochmal in Bedrängnis. Wenn er jetzt mal den Peon dahin schicken würde, würde der Beastmaster dann nicht rauskommen. Jetzt kommen da beide Helden eingesperrt in der Base. Da bin ich mal gespannt, ob der jetzt hier alle Grunts verliert oder ob der Beastmaster vorher fällt. Das Problem ist einfach, er hat den Staff und die große Potion. Ja, stimmt. Ja, gut, das kann er eigentlich vergessen. Jetzt wird die große Potion übergeben an den Beastmaster. Ja. Jetzt der TC. Der TC ist auch noch surrounded. Oh mein Gott, der Blade ist auch noch eine Potion. Oben auch noch ein bisschen am Wüten. Jetzt gucken wir unten nochmal. Der BM fällt nicht, der TC ist tot. Und TC wird es gefallen in diesem Moment.
Das ist natürlich jetzt bitter. 29 gegen 29, beide auf dem gleichen Supply. Gut, TC ist zwar jetzt gefallen, auf der anderen Seite sind aber auch die Ancient Winds die ganze Zeit durchgehend gefallen. Ja. Die Frage ist jetzt, wie effektiv war das letztendlich? Ja. Was bringt dem einen jetzt mehr? Da oben geht die Lodge schon wieder down. Ja, wieder abgerissen. Der Raider hier wird fokussiert, den müsste er langsam wegziehen. Der steht wahrscheinlich jetzt auch noch at Boots, obwohl die sind gleich schnell. Ja, kommt sogar noch weg und jetzt geht's ja auf den nächsten Grunt. Ja, der stirbt auch. Ja, ein Archer fällt aber auch nochmal. Das ist natürlich nicht ganz so wertvoll wie ein Grunt. Und jetzt kommt auch hier der Blade Master wieder hinzu, haut die ganze Zeit auf den Beastmaster ein. Und der hat jetzt keinen Windwalk mehr. Jetzt geht's auf die Archer. 34 gegen 26. Der wird gestufft, der Archer. Oben sehen wir hier den Raider, der in die Fountain reingelaufen ist. Und da waren halt noch einfach alle. Die ist jetzt auch wieder mit im Fight. Ja. Nochmal ein Archer gestufft. Der ist schon der zweite. Jetzt werden aber wahrscheinlich ein oder zwei fallen. Hat auch Boots mittlerweile dabei. Naja, es war relativ optimal, was er gemacht hat. Selbst wenn er dadurch, dass er seine Beasts. Also er hat seine Buildings abbekommen, außer die Lodge. Ja. Das Beast steht, der hat jetzt wahrscheinlich gleich Endsnare. Kann dann wahrscheinlich noch ein bisschen Druck aufrechterhalten. Der Elf jetzt auch ein bisschen delayed dadurch, dass seine AOWins die ganze Zeit abgebrochen wurden. Ja, das stimmt wohl. Ist aber schon Tier 3, aber noch nicht mal, also beide einer fertig. Noch keinen einzigen Tailing gebaut. Ja. Also von daher, oh schön, ich dachte gerade der Surrounded. Adept Upgrade auch noch nicht, da oben geht jetzt noch ein zweiter Grunt down. Ja. Oder der dritte wahrscheinlich schon. Ja, ich glaube der dritte sogar. Ja. Aber sieht nicht gut aus für Bro. Ja, jetzt ein Snare auf den Beastmaster, vielleicht kann er... Oh, das wird wahrscheinlich noch... Ja, das wird aufhören und dann kann er ihn steffen. Ja, ja, kann ihn schon wieder steffen. Oh, jetzt ist der Blade Master auch wieder in Bedrängnis. Hat keine Boots. Der hat auch Boots. Beide auch Boots. Er hat neue gekauft. Oh, der Blader. Oh, jetzt die Quillbeast. Eins nur noch. Hat jetzt auch noch Healing Stars. Ja, der DH jetzt auch ein bisschen in Bedrängnis, wenn er jetzt nochmal das zweite Endsnare auf ihn wirft. Ja. Aber er hat, glaube ich, den Raider noch nicht in der Gruppe. Der läuft einfach... Doch, Oh, jetzt hat er fast geworfen gehabt. Jetzt blockt er ihn da schön. Ah, nice. Oh, Block das hat er gut gemacht. Jetzt bricht er hier auch noch die Heilung ab. Ja. Jetzt sagt er nur Healing for Elf. Ja, das stimmt wohl. Ja, da hat er recht. Da sieht man diesen Vorteil, den ich eben ansprechen wollte, dass jetzt, wenn jetzt die Waits leer sind, kann er sich überhaupt nicht heilen, weil an dem Brunnen kann er nicht. Und seine Archer da oben, drei rote Archer, alle mit weniger als 30. Boah, das ist krass. Halt. Ja, beide Heroes geschwächt, ein Heal Potion auf dem Beastmaster, der ist dann längst immer noch nicht auf einem guten Bereich. Ah, da oben hat er die Lodge nachgebaut, das hat er gut gemacht. Ja, er spielt viel besser als im ersten. Im ersten hat er sich wirklich vorführen lassen, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Da ging gar nichts. Viel Supply jetzt sogar für ihn. Auf der anderen Seite 29 und ihm fehlt, also das Master Upgrade kommt jetzt bei Thomas G, hat zwei Talents und baut einen dritten. Wobei das Supply nicht wirklich aussagekräftig ist in diesem Matchup. Ja, das stimmt wohl. Jetzt sehen wir hier, kauft er wahrscheinlich die Healing Scroll weg. Bevor er gleich Opfer des Todesghosts wird von den ganzen Talents. Ja. Ja, da hat er die erste weggekauft, die zweite will er sich wahrscheinlich jetzt auch noch sichern. Ja, läuft mal kurz eine Runde und schaut sich um und dann wird er... Aber gleich sollten auch schon die nächsten Scrolls um 12 Uhr wieder da sein, von daher ist es wahrscheinlich nicht so gut gewesen. So, Master Upgrade läuft durch. Talon wird jetzt hier angegangen, Fearfire nochmal. Fliegt jetzt weg, hat er gut gesehen. Aufgepasst, TC ist jetzt Level 2, das ist natürlich wichtig. Am besten sogar Level 3. Wäre optimal. Vorher braucht man eigentlich gar nicht kämpfen, beziehungsweise kann man, aber... So, jetzt wird hier der Drachen angegangen, da droppt auch gleich eine Sobimash, das ist natürlich schön für den Beastmaster. Ja, noch mehr Summons. Demon Hunter sogar schon fast Level 4, wenn man mal guckt. Und Blader ist 3,5. Demon Hunter ist natürlich schön auf Level 4 zu haben, aber nicht gerade... also es bringt nicht irgendwie einen weiteren Nutzen. Ja, stimmt. Man hat vielleicht Evasion Level 2, das bringt einem vielleicht ein bisschen weiter, aber eigentlich will man den Beastmaster relativ schnell Level 3 haben. Bro gerade einen Creep. Fast seinen Spiritwalker verloren. An einem Creep fast seinen Spiritwalker. Das hat er nochmal schön gemacht. Ja. Schön, dass er da aufpasst. Ja, langsam wird's ernst. Immerhin geht's ja um den Spot und die Map kann jetzt schon entscheiden, ob Thomas G direkt ins Finale einzieht. 46 Supply für Bro. Auf der anderen Seite haben wir momentan 39 für Thomas G. Das ist jetzt eigentlich schon ganz okay, jetzt wenn da noch der Tinker dazukommt. Ja, dann hat er schon ordentlich was an Supply und hat auch eine ordentliche Front mit der Pocket. Braucht noch ein bisschen. Ja, damit blockt man ja hauptsächlich immer vor allen Dingen die Raider, oder? Weil die machen ja eigentlich nur Schaden gegen Talons. Gegen Heroes sind sie ja eigentlich nicht so toll. Aber wenn sie nicht durchkommen. Also der Snare ist natürlich krass, aber so der Schaden von dem Raider. Ist natürlich, dass man eher versucht, die Raider und Grunts fernzuhalten von seiner Armee, weil gerade auch die Raider machen extra Schaden, weil man No Armor ist und die machen ordentlich was an den Talons. Und wenn man es dann so hinstellt, dass der Ork gar nicht mehr durchkommt, dann hat er echt krasse Probleme. Ja. Zwei Healscrolls hat er jetzt, der Ork, und zwei Level 3 Heroes und ein Pendant of Energy. Das ist natürlich beste Voraussetzung, um so ein Fight zu machen. Mal gucken, was dort gedroppt ist. Oh. Ah, die Flöte ist natürlich jetzt nicht so gut. Gegen Bären wäre es vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, weil mittlerweile spielt man auch viele von den Spiritwalkern und die machen relativ viel Schaden an Bären durch den Magic-Schaden. Ja. Und bis 22 Magic ist schon viel. Das ist echt gut. Wenn man das mal mit Sorks oder Priestern vergleicht, dann ist das schon. Jetzt sehen wir direkt TP von Bro.
Und Thomas Wie zieht sich erstmal schon. Die Pocket Factory steht dort gut. Schlechte Wave, ganz schlechte Wave, ja. Kein Talents getroffen. Doch, einer da getroffen, aber nicht wirklich. Aber jetzt geht es auch direkt auf den Tinker hier, Level 1. Der Mann auf 200 Mana. Ja. Ah, der hat noch genug Mana. Der Raider muss jetzt weggemiked werden, ja, das sieht er auch sofort und schickt ihn wahrscheinlich um an den Brunnen. Das hat er schön gemacht, jetzt nochmal ein Dispel. Wieder Mana Burn hier auf den TC. Ja, Wave jetzt Zeug, durch. Oder? Die war gut, die Wave. Ja. Wie sieht es mit Heal Scrolls aus? Hat er jetzt gerade genutzt vom Beastmaster? Quill Beast müssen wir dispelt werden, ja, das macht er jetzt auch. Da muss nochmal eins hin, den Raider wegziehen. Wieder nicht weggezogen, wir sehen 42 gegen 44 zu Blade Master wieder in der Luft, jetzt wieder unten, jetzt wieder in der Luft. Ja. Also er sorgt echt dafür, dass der Blade Master gar nicht am Fight teilnehmen kann. Jetzt sehen wir hier, der Grunt und der Raider zurückgezogen, der Grunt fällt, Raider ist nochmal weg. Oben keine Wave mehr, Healing Squall aber immer noch nicht eingesetzt, sollte er jetzt vielleicht mal machen, bevor er jetzt hier 3-1er ist. Hat er jetzt gemacht, jetzt muss er aber weg. Hat noch eine Heal Scroll. Oh, noch eine. Jetzt hat er beide benutzt. Und jetzt sehen wir, die Peons hacken sich da so ein bisschen durch. Ja. TC Level 3 hat jetzt hier viele Hits abbekommen. TC jetzt hier mit Problemen. Windwalk nochmal vom Blade Master auf den D-Manter Level 4, nochmal ein Critical Strike. Wieder in der Luft der Blade Master. Der Beast, der TC, was macht der TC? Der TC läuft einfach mitten in die Armee rein. Oh, das wird ganz knapp. Oh, 19 AP. Der kommt nochmal weg, ich glaub's nicht. Wenn er danach gegangen hätte, hätte er den auf jeden Fall bekommen. Ja. Da heilt er den TC. Oh, den Blade Master sollte er vielleicht nicht surrounden, da sterben so einige Einheiten dran. Ja. Wenn er sich traut. Ja. Oh, da jetzt die Peons sterben, unnötig, die müsste eigentlich die Balls schicken. Ja, 15 Supply für Thomas G. Also vom Micro her, Bro, dann doch nicht so gut. Also hat da viele Fehler gemacht. Also mittlerweile weiß man jetzt auch wahrscheinlich, wieso Fury verloren hat. Ja. Thomas G. spielt halt echt gut und zeigt auch konstant seine Leistung. Definitiv. Jetzt sehen wir jetzt nochmal den Mana Burn. Alles auf dem DH. Alles oder nichts. Spirit Link nochmal gecastet. Oh, der Blade Master wird wahrscheinlich sterben hierbei, oder? Oh, da geht er mit 37 HP nochmal weg. Und jetzt der DC. GG. Ja, das war ein klares Spiel. Puh, 2-0 und das innerhalb von, ich glaube, knapp 20 Minuten. Ja, wieder mal ein recht eindeutiges Spiel. Das einzig Traurige an dem Spiel ist, dass Bro noch mehr Punkte hat als Thomas G. Naja, stimmt. Aber wirklich aussagekräftig ist das jetzt nicht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schauen wir uns das mal an. Wir sind gerade mal eine halbe Stunde um und jetzt haben wir schon das Finale für euch. Ja? Wir hatten eigentlich gut geplant für 2 Stunden. Gut. Mittlerweile. Wenn der Thomas G den da so wegtapiert, ja, dann können wir auch nichts daran ändern. Geht halt nicht anders dann. Gucken wir mal, ob Dovak jetzt direkt am Start ist. Fragen wir ihn. Ja, jetzt wird sich natürlich zeigen, wie stark Dovak gegen Elf ist. Bis jetzt nur Orks gehabt und Korgnoll. Ja. Aber gegen Rotterdam zu gewinnen ist natürlich schon gut, gerade da er von seinem China-Trip kam und so. Also der war schon relativ vorbereitet. Ja, wunderte mich auch. Also ja. Ich weiß nicht, was mit Rotterdam los ist, aber ich glaube, er hat eine schlechte Form einfach momentan. Also Form im Sinne von so ein Tief einfach, was mal kommt. Er ist ja noch nie so wirklich über sich hinausgewachsen, aber man hatte mehr erwartet auf jeden Fall. Ich habe da ein nettes Video gehabt, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo es war. Wie bist du noch mal hingekommen? Ich sehe es gerade nicht. Da 100 Euro Moon. Das vorletzte. Ja. Und bevor wir mit dem nächsten Spiel anfangen, ich hoffe, die Quali ist okay. Wir testen es jetzt einfach mal. Wenn es nicht geht, dann kriege ich gleich was ins Ohr geschrien. Blub, 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 blub. In the courage item. Was ist jetzt hier los? Da ist es. Ja. So, und ich guck mal, ob man hier Fullscreen reinhauen kann. Das ja, da. Sorry, Fullscreen, das bin ich selber. Natürlich, es funktioniert nicht. Dann, ich weiß nicht, ob die von der Größe, ob das passt, ob ihr das könnt ihr jetzt auch nochmal das Watch Together testen und den Link dort einfach posten. Ja, ich wollte es euch eigentlich schön mal zeigen. Guck, ich frage einfach mal, ist das so... Okay, ich soll einfach die Auflösung... Kann ich meine Auflösung noch niedriger machen, als sie jetzt schon ist? Gucken wir mal, was da noch so geht. Ah ja, geht noch. Ja, eins geht noch runter. Zwei sogar. Ja. Machen wir mal, gucken wir mal. Ja, okay. Und... ja, das ist doch ganz gut. Super. Jetzt seht ihr zwar an der Seite noch ein bisschen Blödsinn, aber das ist nicht so wichtig. Schau es einfach mal an. Ich sag nur so viel. Moon ist schon ein richtiger Frauenheld. Ne? Ja, ist ein Womanizer. So, viel Spaß beim Gucken. Wie bin ich jetzt hier drauf? Okay, ja, natürlich war das Moon, ne? Die hübsche Frau da an der Seite. Natürlich. Wie bin ich jetzt hier auf das hier gekommen? Du gehst am besten einmal zurück. So, hier. Und dann nimmst du den zweiten Link. Ah, genau. Jetzt habe ich's. So, und jetzt, vielleicht. Oh Mann, ich bin Fullscreen. Jetzt kann ich nur so viel sagen. Ja, guck einfach nochmal rein. Aber jetzt wird's lustiger als gerade.
Ja, ihr hört jetzt gerade noch nichts, aber kommt jetzt gleich Sound. Da hat sich der Videomacher gerade einfallen lassen, dass er erstmal alles hinschreibt. Jetzt geht's los. Like a sex machine, man. Yeah. Moving, doing it, you know. Yeah. Can I count it off? Go ahead. One, two, three, four. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. Like a sex machine. Get on up. Wait a minute, shake your arm, then use your palm. Stay on the scene, like a sex machine. You got to have the feeling, sure your bone. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. Die haben sich in Köln verlaufen. Ja. Toll. Toll. Das, und dann ist die Frage, sind sie jemals wieder zurückgekommen? Ja. Habe ich euch den schönen, spannenden Teil am Ende weggenommen. Imber Micro, ja. Imber Micro. So. Ja. So wie bei Stefan Raab, da steht auch nie was drauf, sondern einfach nur leer. Ich habe ja alles im Kopf. Ja. So. Drittes Match, viertes Match, erstes Match auf jeden Fall im Finale. Erste Map aus dem Final und das ist Echo Isles. Echo Isles, First Map, Second Map war... Turtle Rock und letzte Map ist Secret Valley. Jetzt müssen wir noch hoffen, dass wir einen Host haben. Und ja, angeblich wollen sie den Host von eben haben, aber ob der da ist, ist jetzt die Frage. Ich frage einfach mal, it's open. Huh? Oh, who gonna host? I could try. Wir haben eigentlich ganz guten Host. Ich mache einfach mal Echo Isles auf. Die brauchen sonst immer so Ewigkeiten. So, Spiel erstellen. Na, auf deutschen Host. Schwede gegen Finne? Nee, was ist denn das? Ah, he's hosting now. Okay. Na gut. Alright. Alright. We have. Wäre natürlich schön zu zeigen, wie Dovak gegen Rotterdam gewonnen hat, weil das waren ja kurze Spiele, aber die sind leider nicht ab. Ja, das stimmt, das stimmt. Da ist es. Ah, ist offen. Somit gehen wir rein in die erste Partie, Echo Isles. Eigentlich in dem Matchup an der Night Elf. Ziemliche Elf-Map. Ja,
würde ich auch sagen. Sogar mit die beste, oder? Ja, mit Terena Stand auf jeden Fall eine der besseren. Ich habe noch auf den Finals gehört, ja, das ist so über, da kannst du die Mercs kaufen. Und Red, ja, no. Da kann man die Mercs kaufen. Die Creeping Roots sind ziemlich einfach und man kann sich gut hochleveln. Ja, die Map spielt Elf ziemlich gut in, den, gut in die Karten. Man hat die Mercs, mit denen man dann weiter expandieren kann. Man hat sofort Anti-Air, massive auch durch den Berserker. Wenn man Tavern Hero wählt, ist es natürlich noch krasser. Ja, das stimmt wohl. Also das ist auf jeden Fall ziemlich krass, die Map. Ich habe hab auch mal gedacht, Tyrannus Stand ist eigentlich auch schon mit die beste, aber Echo ist auch saugut. Ich weiß noch, Kreot, glaube ich, darauf noch nie verloren gegen Undead, so ungefähr. Also, ja, seitdem er da irgendwie ganz oben mitspielt, ist, ja. Ich frage mal nach WagTV hier. NetSky, do you have WTV or can stream? Mal schauen. Und. Ah, die wollen Go machen. Die warten auf uns. Ask for it. Ja. Kannst du halt Doso nochmal queryen? Stimmt, der hat auch gar nicht geantwortet. Kann vielleicht kann Taube auch. Streamen. Taube. Harassen wir den nochmal kurz. Ja, Fire, ne? Den sehe ich gerade auch noch im Internen vom EPS-Channel. Tatsächlich der in der Main-Round und sogar mit einem 3-0 gegen Dovak, der jetzt im Finale steht und sich eigentlich souverän durchgekämpft hat. Da frage ich mich, hat Fire überhaupt irgendwas von seinem Skill eingebüßt oder trainiert er heimlich? Der sagt immer, ja, nee. Ja, man weiß es nicht so genau. Fire ist so ein Typ, dem ich das zutrauen würde. Ja, ich glaube, der trainiert heimlich, aber. Der spielt ja ab und zu auch mal Custom Games gegen EPS-Spieler. Ja, der fordert mal jeden heraus so. Oder wer will, glaube ich, immer noch wissen, ob sein Glied größer ist als das andere so ungefähr. Der kriegt halt einfach nicht genug. Ja, er meinte, ja, so zum Trainieren habe ich keine Lust mehr, aber Turniere machen mir immer noch Spaß. Ja. Da kam mir auch immer so vor, dass er irgendwie so ein Turnierspieler ist. Also, ja, ja. Definitiv. Geht. Extreme Masters war letztes Jahr. Vierter, Season. Oder? Ja, ich meine, nicht umsonst Grubby und Todd geschlagen. Ja. Das ist schon extrem krass. Das haben wir noch gar nicht angesprochen. Der Gewinner von dieser Partie ist natürlich erstmal in der Main Round. Aber gegen wen er da spielen darf, das wird ihm gar nicht gefallen. Weil er ist in der Todesgruppe. Stimmt. Ja, er ist echt in der Todesgruppe. Das ist die allerschlimmste Gruppe mit Abstand. Ja. Wir haben es dir ja vorhin angeguckt und. Ja, das war ja echt krass, wie in der einen Gruppe jetzt, mal abgesehen davon, dass da 7 Leute sind, aber auch noch die krassesten. Todd, Grubby, mal wieder in einer Gruppe, wie letzte Saison schon. Dann noch Rob, Lil DC, mit Fire auch keinen schlechten Spieler mittlerweile. Ja, dann haben wir, Rob, Lil DC. Insomnia auch noch. Also ich meine, das ist schon eine der härtesten Gruppen, die ich jemals gesehen habe. Ja, auch vor allen Dingen europäisch, was es da so gibt. Und die leichteste Gruppe hat, glaube ich, oben links die A-Gruppe, das war, wer waren da nochmal drin? Ich glaube, das war mit Knopf. Genau, Knopf war da drin. Elqua und Hasobs war da drin. Hasobs war drin, ja. Deswegen dachten wir, okay, da hatte doch vielleicht Chancen, die Top 2 zu erreichen. Wer war denn aus dem Nightwolf war da noch? Elfitaia und Xyligan, ne? Ja, genau. Und Nightwolf war auch noch drin, ne? Nightwolf war auch noch dabei. Nicht schlecht, aber ich denke, das ist machbar für den Hasobs. Ja, gute Ausgangssituation. Könnte er vielleicht bis in die Top 8 und dann mal gucken, wie weit er da kommt. Ja, kommt, je nachdem, wie er sich darauf vorbereiten kann. Jetzt kommt ja erstmal die EPS-Finals, da muss er sich auch darauf vorbereiten. Ja. Von daher wird es nicht einfach für ihn. Natürlich ist Training nie falsch, aber. Ja. Oh, jetzt haben wir auch schon Legs. Sagen sie Legs. Ja. Mal gucken, also bei mir sieht es alles sehr flüchtig aus. Ja, unplayable, das sieht nicht gut aus. Ja, da kommt der Meisterhost hier. Migoso Host, ne? Ja. Gozu Host, Keke. Manny Chobo hier. So, also Host. Ja, dann host ich einfach mal. Gucken, was sie dann sagen, wie krass mein Host ist. Ja, aber ich meine, wir haben es ja auch schon besprochen, vorhin schon. Hasobs will ja auch viel zocken jetzt. Er hat gesagt, jetzt habe ich nicht mehr so ein bisschen Zeit dafür, Schule zu Ende. Stimmt schon. Meinst du, hat das Potenzial, da ganz oben mitzumischen? Ich weiß nicht, also natürlich ist er jetzt erstmal der Champ der EPS, also der letzten Season und er kann natürlich auch gut aufspielen, wenn er trainiert ist. Wenn er weniger trainiert, ist er eher schwach, aber da er jetzt nur noch durchpowert, denke ich schon, dass seine Chancen da relativ groß sind, auch noch ins Final Grid dann zu kommen. Und dort ist dann kommt es ein bisschen auf Luck an, wen er dort als erstes trifft, wie seine Grid-Hälfte so ist. Aber ich rechne ihm schon durchaus Chancen ein. Ich bin mal gespannt. Die größte Überraschung für mich, glaube ich, auf dem ganzen Turnier wäre, wenn Hasu, ping mich mal an, und also Tunnel und so und Anti-Spike in der Not. Das krasseste wäre, glaube ich, wenn Hasobs gegen Protoss gewinnen würde auf den ESL Pro Series Finals, wenn er das schafft. Ja, das erwartet eigentlich niemand. Ja, und ich glaube, Protoss am wenigsten und Hasobs auch. Also erwartet es auch kaum.
Wobei man sagen muss, er hat auf dem EFNG Hamburg natürlich gegen ihn gewonnen, eine Map. Und das war auch direkt die erste, die war auch ziemlich klar und deutlich. Ja. Da waren die Ghoul einfach viel besser als die Fiends. Und in den anderen Maps ist er einfach nicht, ich weiß nicht, er ist nicht gegen angekommen. Seine Taktikwahl war nicht optimal. Und auch der Ghoul-Rush am Ende, das war einfach nur Not gegen Elend dann teilweise. Ganz seltsam. Ich dachte, okay, jetzt taggt er vielleicht doch nochmal. Ja, hört mal auf. Er war sich nicht so schlüssig darüber. Ja. Ich denke, er hat im Vorfeld viel trainiert, ist eher eingegangen mit der Taktik. Ja. Oder ich weiß nicht, vielleicht ist er einfach festgefahren auf diese Taktik. Ich weiß auch nicht, warum er selber nicht Fiends spielt. Gegen Ork spielt er sie nicht mehr, weil er nicht damit klarkommt, mit den Timings und so. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Ich wundere es auch. Also ich meine, der war früher mal ein richtig guter Fiendspieler, vor ewigen Zeiten. Aber davor hat er eigentlich immer nur Ghouls gespielt, soweit ich weiß. Also er hat, er hat Fiends gespielt, da war es schon Reign of Chaos sogar noch und sogar Anfang von TFT. Und dann ist er auf Ghoule, was ja auch gut war eigentlich mit Destroyer. Ja, natürlich. So. Aber ich meine, man kann auch durchaus wieder Fiends spielen, wie man an Spielern wie Lutz versieht, wenn die ihr Micro wieder auspacken und dann ins Snare immer in die Luft, also ins Leere. Ja, man sollte sich vor allen Dingen nicht so festlegen, weil wenn Hasuops, man rechnet jetzt einfach damit, er spielt immer Ghoule, immer. Ja. Zum Beispiel Dark hat das jetzt auch gut ausnutzen können. Ja. Er hat sich extrem darauf vorbereitet, dass er immer Ghoule spielt. Natürlich waren seine Fiends jetzt auch nicht so gut, ich glaube, aber keine Map hat er gelassen bis jetzt gegen die EPS-Orks. Ja. Ja. Außer jetzt gegen Dark hat er verloren, aber... Ja, klar. So, gucken wir mal. Der WTV-Streamer, ihr kennt ihn alle, Doso. Ja. Einer der bekanntesten Admins aller Zeiten. Macht sie jetzt auf den Weg ins Spiel. So, mal gucken, ob er mich findet. Bin ich mal gespannt, ob sich Thomas G. jetzt hier genauso deutlich durchsetzen kann wie in den letzten Spielen. Oder ob Dovak, beziehungsweise Dovak hat ja auch stark aufgespielt. Ja. Kurze Maps gegen Rotterdam, ist sicher nicht einfach gegen Ork. Nee, das wundert mich. Also, was hat er gemacht? Ich kenne zwar die Taktikwahl nicht, aber es muss schon irgendwas Außergewöhnliches gewesen sein. Oder Rotterdam hatte einfach keine Lust mehr. So, ah, da ist er, endlich. Ja, okay, Doso ist jetzt auch dabei. Den WTV haben wir jetzt auch. Und dann geht es jetzt auch gleich los. So, hier soll es sich entscheiden. Oh, jetzt kommen hier noch Flippy rein, Kai kommt noch rein. Ja, dann würde ich mal sagen, go, go, go. Good luck, have fun. Und somit starten wir. Ich war selber der Host, ich hab's gar nicht gerafft. Da geht's auch schon los. Da geht los und Doso sagt noch, Wahrscheinlich ist der WTV-Rekorder jetzt kaputt oder so. Geht mal wieder nicht. Ja. Das soll uns gar nicht stören. Ihr seid ja hier mit am Start und könnt die Spiele live sehen. Ohne Delay und mit Mark Jaws auch noch am Start. Mit dem super Kommentator Dennis Take Gehlen. Ja, super, ne? Wir sind ja schon ein krasses Team irgendwie. Auf jeden Fall. Ja, gut, zwei Humans, ne? Müssen zusammenhalten. Ja, müssen einfach zusammenhalten. Hier sehen wir jetzt einen Undead Night Elf. Das gefällt uns eigentlich nicht so gut. Hugh Mirror würde uns sogar auch gut gefallen, obwohl es ein Mirror ist. Wenn überhaupt ein Human noch dabei wäre, aber Kogenol hat es irgendwie so ein bisschen. Ja, der einzige Human im Turnier gewesen und hat auch direkt mal 2-0 auf die Mappe bekommen. Das Problem, den Muslim hatten wir ja schon angesprochen. Ja, na, das war es dann auch schon mit den Humans. Viele Humans gibt es ja nicht mehr so, oder? Nee, wirklich viele Top-Humans gibt es jetzt nicht. Wir haben jetzt natürlich einen Sky, der einfach jeden kaputt macht, egal wo es ist. Okay, online ist er jetzt nicht so stark, das liegt aber eher an seinem Inet. Definitiv. Und dann der Todd ist auch noch eine Maschine, aber dann hört es auch fast auf, oder? Ja, danach kommt erstmal lange nichts. Ja. Dann haben wir natürlich immer so Spieler. Infi hat, fand ich auf dem Witz extrem gut. Stimmt, den hätten wir fast vergessen. Ja. Infi ist natürlich auch jetzt so mit, nagt so ein bisschen an den Top 2. Also Also ich denke, er ist mit Dritter jetzt und will auch zu den Besten hören. Also ich habe das Gefühl, also mit Sky als Teammate ist das natürlich auch möglich. Ja, da kann man da kann man auch ordentlich mal Tricks abgucken. Aber danach kam normalerweise immer ein Insomnia, der jetzt irgendwie nicht mehr so stark ist und Das ist das war mal so, dass es viele gute Humans gab mittlerweile. Ich meine, ich erinnere mich an Zeiten mit Survivor, Fancy, He-Man, die ganzen alten Gesichter, die man mittlerweile ja kaum noch sieht, beziehungsweise nicht mal mehr irgendwie online sieht. Ja, da sieht man einfach, wie schwer es ist, Human noch auf Top-Level spielen zu können. Ja. Und ja, die meisten haben ja auch aufgehört, weil sie einfach verzweifelt waren, wahrscheinlich, gegen Elf, aber man weiß es nicht. So, schauen wir uns das nochmal an. Wir hatten ja gerade schon den Start gehabt. Hier haben wir Demon Hunter, also kein Tavern Hero und now W-Creep mit Archern. Beim Undead haben wir ganz normal Fast DK mit Ghouls. Ist irgendwie so Standard gegen Elf. Gerade auf dieser Map, Fiends werden hier, glaube ich, ein bisschen fast unmöglich. Ja. Wenn einfach mal der Dark Ranger mit Archern kommt, sieht man da ganz schnell kein Land mehr. Öfter mal sieht man auch einen schnellen Ghoul Rush, oder? Also so mit. Ja, gerade bei Ghoul Protoss zum Beispiel. 7 oder so, und ich weiß nicht. Und dann laufen sie und mal rein. Und dann zweite Crypt, TP Cell, Aura. Das finde ich auch immer recht gut. Also wenn man sich da klug anstellt und der Nidef nicht gut baut, dann finde ich das echt schwer, nicht mit starken Verlusten aus dem Kämpfen raus. Das Gute ist ja auch noch bei dem Undead, dass wenn er seine zweite Crypt baut und sein Tech ein bisschen delayed, das ist gar nicht so schlimm für ihn, weil die zweite Crypt braucht er ja eh für seine Gargs später. Und dadurch hat er nicht wirklich einen Nachteil, selbst wenn das irgendwie in die Hose gehen sollte. Er hat zwar ein bisschen Zeit verloren, aber normalerweise kann man so viel Druck ausüben, dass der Elf seine Tier-2-Buildings vergisst oder seine Huntress Hall oder sein DH verliert.
Also das ist schon ziemlich optimal eigentlich. Ich weiß auch nicht, wieso man das nicht mehr so krass spielt. Damals war es ja fast schon im Trend, dass man das nur noch gespielt hat auf kleinen Maps oder auch auf TM teilweise. Sehen wir, die Manta Creepjack jetzt Dovak hier und wird da ja erstmal den ersten Mana-Burn raushauen. Jetzt sehen wir es, da hat den Creepspot hier noch nicht mal ansatzweise fertig. Kriegt wahrscheinlich jetzt gleich nochmal Mana-Burn ab. Manchmal lässt man den Skillpoint ja auch unangerührt, um dann auf Aura zu skillen, wenn der DH kommt. Das ist jetzt hier nicht der Fall. Na, weitere Archer jetzt, sobald er es wieder eingewurzelt hat. Hat jetzt auch direkt zwei Moonwaves gebaut, damit er sich auch heilen kann. Hat wahrscheinlich schon so ein bisschen damit gerechnet, dass er ihn vielleicht rushen will. Ja, das sieht, also Thomas G scheint mir echt gut in Form zu sein. Lässt sich hier überhaupt nicht lumpen. Jetzt auch Tier 2, Tech angefangen. Da bin ich ja mal sehr gespannt, wie das hier ausgehen wird. Also er spielt sehr zuversichtlich und er hat schon so den Plan, was er macht und lässt sich auch von nichts irgendwie klein kriegen. Sehen, nervt ihn jetzt hier. DK kommt gar nicht erst raus, hat kein Mana. Kriegt jetzt nochmal einen Hit ab. Also, das sieht alles schon sehr ordentlich aus. Hat er jetzt schon genug Holz, um auch zu tacken? Ja, hat er schon, aber nicht genug Gold. Bisschen Knete fehlt ihm da noch. Das wäre natürlich schön, wenn er den das surrounden kann, aber das wird nicht passieren. Thomas G. spielt einfach zu gut, um jetzt irgendwie so einen Flüchtigkeitsfehler zu machen. Oh, jetzt vielleicht? Nee. Er hat es einfach im Griff. Ja. Er passt da komplett auf und also haut ab und zu sogar nochmal auf den Ghoul drauf, zieht sie wieder zurück. Aber das schaut schon sehr ordentlich aus, was er da macht. Gucken wir hier, drei Archer stehen in der Base, da wird noch ein vierter gebaut. Da baut der Wiz jetzt entweder Ancient of Wonders oder... Bei Dovak wird ja auch viel als der neue X-Lord gehandelt. Ja. Also können wir jetzt gespannt sein, ob wir jetzt viel Gar-Claim sehen und dann so ein viel auf 50 Supply gebleibe, dann irgendwann Worm oder sowas. Der hat ja vor allen Dingen im schwedischen Qualifier, glaube ich, sehr gut gespielt. Und da unter anderem einige Leute 2-0 weggeboxt. Richtig. Wo es auch gar nicht mit gerechnet hatte. Da wiederum hat, glaube ich, Fury sogar den Qualifier gewonnen und ist jetzt aber ausgeschieden. Ja. Ich glaube, der ist ein bisschen enttäuscht, dass er heute wieder so früh rausgeschieden ist. Vor allen Dingen nicht nur er enttäuscht, sondern auch die Leute von ihm mittlerweile, weil... Ja, der verliert ziemlich häufig in letzter Zeit. Ja. Er meint, er hat auch die ganze Zeit dafür trainiert. Ja, das ist das Schlimme. Er trainiert relativ viel, so wie man immer hört. Und dass er dann einfach keine Früchte mehr davon trägt von seinem Training, das ist schon ein bisschen depressiv. Vor allem, er war ja auch mal ganz gut. Also ich meine, ich sag mal nicht, dass er der Allerkrasseste war, aber er war mal auf einem ordentlichen Level. Besser als jetzt. Noch, ich handle ihn immer noch als Top-Undead in Europa, weil da gibt es nicht viele. Ja, wir haben zwar einen X-Lord und ich glaube, nach dem X-Lord kommt auch nicht mehr viel bei uns. Ja, also ja gut, also ich sag mal besser. Elfitaya vielleicht noch, Aber danach kommt auch schon wieder Fury. Ja. Also Protoss natürlich nicht vergessen. Ja, okay, Protoss Hasuops haben wir jetzt natürlich auch noch, aber ein Fury ist natürlich, der hat auch, glaube ich, international damals ein bisschen was gerissen auch. Stimmt, er war ja auch auf den Battle.net Season. Genau, da war er auch noch, der war, glaube ich, ganz 4K sogar dort. Ja. Mit Todd und Grubby und Fury und Zeus. Und Zeus ist ja auch so ein bisschen, ich weiß jetzt nicht, wie viel er genau trainiert, aber... Ja. Ich glaube, tritt auch noch relativ viel, also nicht mehr so viel wie früher. Jetzt sehen wir ja aber gerade den Go von Dovak. Mit vier Guten, wenn jetzt ein bisschen die Wists hier an. Bei Zeus ist ja zum Beispiel auch in der Main Round, oder? Ja. Ja, hat er gegen den Muslim gewonnen gestern. Ja, 3-2, aber auch nicht so eindeutig. Nee, die letzte Map war auch ziemlich knapp. Aber ich habe gehört, der Muslim scheint ja anscheinend etwas besser geworden zu sein. Früher war er, ich sag mal, recht low. Ich fand ihn früher eigentlich relativ stark. Da hat er gegen X-Lord Maps geholt. NGL2, glaube ich, war es noch mit SK Gerbert, den dort vertreten. Da hat er, glaube ich, einige Maps geholt. Da hat er, glaube ich, immer All-Kills gemacht, auch für Serious Gaming, wo er damals stimmt, war. Stimmt. Der war damals eigentlich richtig gut, ich weiß es nicht. Mittlerweile hört man nicht mehr so viel, bei 4K wird er nicht viel eingesetzt. Ja, aber ich meine, also was ich so von Grubby und so höre, die sagen dann, ja, der scheint echt talentiert zu sein. Ich bin da mal sehr gespannt. Jetzt guck mal, sehen wir jetzt gerade, wie es auf den Ancient of Lore gehackt. Vor allem sehen wir jetzt auch die ersten Gargs mit hier zweiter, ich kein Second Hero beim Undead und auch keine Shades oder sowas. Aber der DK ist schon ziemlich angeschlagen, kein Mana mehr. Hat zwar Boots, kommt jetzt auch noch weg, aber... Vor allem, warum hat denn der DK Boots? Verstehe ich ja gar nicht. Hat die weggekauft oder was? Ich weiß es nicht. Sieht man aber sonst nicht. Vielleicht hat er sie weggekauft, was gar nicht so blöd ist eigentlich. Ja. Schön macht er das jetzt, dass er hier eben die Lores delayed. Er geht aber direkt auf Tier 3, lässt sich gar nicht davon stören. Da kommt der eine Ghoul nochmal zurück. Das war, glaube ich, jetzt nicht so clever. Die gehen beide drauf, oder? Ah, der hat das Gebäude nicht abgebrochen. Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Nee, aber er hat nur noch 140 Holz, kein Gebäude. Ja, das ist echt... Ja, das also, ist teuer. Man muss sagen, wir haben ihn jetzt hoch gelobt, den Thomas G., aber Dovak macht jetzt ja auch sein gutes Spiel. Ja, natürlich. Ich meine, irgendwann müssen sie ja mal die Guten treffen. Ja. Wenn nicht im Finale, wo dann? Ein Endstofflock kann er jetzt natürlich nachbauen, aber im zweiten sieht das da eher mager aus. So, jetzt muss er natürlich selber Tier 3 tanken, sieht, dass irgendwann Bären kommen werden. Und gegen Bären kann er einfach nichts anderes bauen, außer selber einen Worm. Ja. Und die Opfergrube, Sacrificial Pit, ist jetzt auch schon abgeschlossen. Tier 3-Tacker ist auch gestartet. Und da sehen wir die ersten beiden Gargs. Die können natürlich jetzt ordentlich stressen.
Ja, das verstehe ich auch nicht. Wieso die Elfen eigentlich ihre Wisp alle in der Base lassen? Man könnte sie so ein bisschen verteilen. Man hat zum Beispiel unten diesen Turtle-Spot, wo kaum jemand ist. Ja. Und ich weiß nicht, wieso sie alle in der Base lassen, keine APs bauen auch teilweise und sich dann beschweren, dass man ihnen die Wisp tötet. Ja. Ja, das ist halt so ein bisschen so ein Zwiespalt schon fast. Aber jetzt wieder ein Detonate, also der wird ordentlich Holzprobleme bekommen auf Dauer. Definitiv. Vier Garks sind schon wieder am Start und die reißen hier den Ashen of Lore auch wieder ab. Ja. Aber ich kann es nicht glauben. Aber das macht er echt gut. Ja. Hat er eigentlich einen Shop? Nee, einen Shop hat er auch nicht. Also selbst wenn er T3 ist, hat er keinen Orb, um die Garks zu vertreiben. Ja. Da oben wird was gebaut. Da haben wir den Shop. Ja, da haben wir den. Aber es ist halt super spät. Ja. Und er kann halt bisher gar nichts machen. Das macht Dovak halt echt gut gerade. Man darf nicht vergessen, das ist eigentlich die Night Elf Map. Also wenn ich die welche dann... Wenn er hier nicht gewinnt, dann wird's schwer. Ja. Obwohl mit Secret Valley und Turtle Rock haben wir eigentlich nur Night Elf Maps, wie ich finde. Ja, Secret Valley, Turtle Rock... Aber Turtle Rock ist auch eigentlich ganz gut für ein Undead, oder? Mittlerweile. Weiß nicht, ich sehe viel Elfen dort gewinnen eigentlich. Ja. Aber ich weiß noch, dass zum Beispiel X-Dot früher mal sagte, Turtle Rock ist schlecht. Und dann irgendwann war es dann mit seiner Lieblingsmap. Also sie hat ja dann immer gewotet als Zweite. Und auch eigentlich fast immer gewonnen. Ja, das liegt dann aber auch meistens so an dem Spieler selbst. Ja. Es gibt einfach Leute, die finden Maps, die total für Human zum Beispiel wie ich geeignet sind, finden die einfach nicht gut. Ja. Dann gibt es zum Beispiel Leute, die voten Lost Temple raus, so wie Koro noch vor einem halben Jahr. Aber mittlerweile ist er sich sicher, dass er eine gute Taktik hat und spielt auch wieder Lost Temple. Ja. Also da kann man nicht immer so sagen, ah, ist gut für den oder den. Eigentlich ist es so persönlich so ein bisschen. Ja. Ja, da wo man weiß, dass die Creep-Route perfekt ist. Ja. Und ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Wo man einfach so ein gutes Gefühl hat. Die Rott hat am Sagen, dass auf den Finals, als er moderiert hat, das schätzt er an den Koreanern so sehr. Es gibt viele Koreaner, die sagen einfach, ich spiele nicht die beste Map für die Rasse, sondern die beste Map für mich. Ja, so ist auch richtig. Und das hat auch, wer war denn das nochmal? Oh, ich hab's vergessen. Ich glaube, es war Focus. Ja, Focus war's. Hat gegen den Human of Echo Isles gespielt. Und das war. Genau, Focus er wollte sich sogar. Nee, ich glaube, TS hat er sogar gespielt. Weil er. Oder? Hat nee, es war Echo Isles. Es war Echo TS Isles. War dann die dritte Map? Genau. Und Echo Isles war die zweite und das war gegen Sky. Ja, gegen Sky, genau. Und da meinte er auch, ja, er spielt lieber die Map, die er mag, anstatt eine Map, die besser für einen Ork ist. Ja, und hat auch geklappt. Ich glaube, wenn man einfach ein gutes Gefühl hat und gutes Timing und weiß genau, was auf dieser Map passiert immer, dann ist es einfach optimal, diese Map zu wählen, anstatt irgendeine Map, die so verschrien ist als Ork-Map oder Human-Map. Genau. Man muss einfach persönlich wissen, welche Map einem am besten liegt. Ja, jetzt sehen wir hier auch schon den Boneyard, hier den Knochenhof. Das heißt, Frost uns das nicht mehr allzu lange auf dich warten. Und beim Elf sehen wir einfach, wie super er das gemacht hat, wie krass er das delayed hat. Wir sehen jetzt erst das Adept-Upgrade für die Bären. Überhaupt kein Holz. Ja, baut jetzt auch ein paar Wisps nach. Also diese Map wird, glaube ich, nicht zu seinen Gunsten ausgehen. Naja, da muss er schon ein bisschen, nicht ein bisschen, sondern extrem viel Glück haben. Der Shade hier die ganze Zeit im Rücken vom Panda. Ja, der sieht ihn jetzt kaum, läuft natürlich sofort weg. Also er weiß jetzt einfach, wo sein Gegner immer ist. Das kann er jetzt schön ausnutzen. Ja. Erster Bär wird gebaut, hat noch nicht mal das Master-Upgrade. Um mal so ein bisschen auf die Problematik von Echo halt anzusprechen. So. Mir ist aufgefallen, dass gerade Elfen gegen Human, also das hat jetzt vielleicht nicht mit dem Spiel direkt was zu tun, dass man einfach den Spot beim Gegner creept, dass der Elf dann bei dir die Spots wegcreept und du dann nicht mal über die Mitte kommst, weil du zum Beispiel Echse gegangen bist. Ja, genau. Und dann hat er einfach so einen starken Vorteil, dass man überhaupt nicht mehr rauskommt. Ja. Das ist so ein bisschen die Tragik, dass man so vielleicht die Spots des Gegners eher nimmt, ein bisschen risikoreich vielleicht spielt, aber dadurch sich einen großen Vorteil erspielen kann. Ah, das ich glaube echt ein großer Vorteil mittlerweile. Jetzt sehen wir hier gerade wieder zwei Wisps down, der DK fummelt da wieder ein bisschen in der Base. Ja, da gehen schon wieder die nächsten Wisps 50 drauf. Supply sogar schon für den Undead, baut wahrscheinlich auch... Oh, da hat er ein paar Gargoyles vergessen, oder? Oder waren die nur am Heilen? Ja, die haben sich, glaube ich, geheilt, so sieht zumindest hier aus. 38 für Thomas. Der hat zwar 800 Gold und könnte nahezu auf 5 Supply kommen, aber... 5 Wisp auf Holz. Ja. Baut jetzt noch wieder welche nach. Das Master-Upgrade haben wir immer noch nicht. Also er hat ja gar kein Holz. Er kann einfach nichts dagegen machen. Wir haben Thomas am Anfang echt in den höchsten Tönen gelobt und jetzt geht er gerade ein bisschen unter. Ich weiß nicht, ob Dovak einfach so krass stark aufspielen kann. Ja, also ich meine, wenn er selbst auf Echo als... wenn er selbst auf Echo als gegen den Elf gewinnt, das ist schon eine Leistung. Eine Stadt wird belagert. So, jetzt sehen wir hier gerade, wie weiter creepen. Da fällt jetzt der Archer sogar beim Creepen. Ja, die Archer brauchen wir eh nicht. Die werden am Ende rausgesniped von Coil und Nova. Ist er, glaube ich, froh, dass er die verliert. Jetzt sehen wir hier, der Bär ist ein bisschen angeschlagen. Wenn er mit Level 2 Coil fängt und ein bisschen Fokus, dann ist er auch ganz schnell weg. Master Upgrade immer noch nicht am Start. Er sollte vielleicht noch einen Wisp nachbauen. Aber mittlerweile macht das ganz gut. Steht mit dem DH in der Base, verteidigt mit dem Orb gegen die Gargoyles. Ja.
Er braucht 150 Holz, braucht er, um das Master-Upgrade hier in den Start zu bringen. Und jetzt hat er eigentlich genug Holz. Ja. Die Frage ist, worauf er wartet. Jetzt baut er noch einen Wisp. Da kommen die Garks wieder. Und da ist das Master-Upgrade. Er hat immer noch über 800 Gold. 5 Dryaden, den Bär da, den sollte er jetzt hier nicht so vor... der so gefährlich da in der Ecke stehen lassen. Ja, das war nicht so gut. Der Einzige, der in der Front hier mit ihm noch ein bisschen helfen kann. Aber ich finde die Taktik mittlerweile auch gar nicht mehr so gut gegen, also als Elf gegen Undead. Ja. Weil man hatte halt seine paar Dryaden und sein DH, die sind zwar ganz okay. Ja. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel mal Remind erwähnen, was er gespielt hat auf dem WC3 Elf Finals mit den Hippos, ja. Das fand ich schon ganz gut. Also mit dem Roar Hippos, da geht eigentlich nichts dran vorbei. Nee, das stimmt wohl. So, und jetzt sehen wir hier, könnte es gleich zum ersten, vielleicht sogar letzten großen Fight kommen. Viele, viele Garks, den Frostman da mit am Start. Hier sehen wir Nikar Level 3, einige Hule mit am Start. Ja. Crit sich jetzt ein bisschen hoch. Ja. Und so. Wie wir sehen, er nimmt jetzt auf jeden Fall die Spots auch auf der Seite von, wer war es, Thomas? Ja, eine Thomas Stadt G. Wenn er jetzt dort alles wegcreept, das wäre natürlich optimal einfach. Mittlerweile hat er zwar seinen Panda 3 und einen großen Mana-Trank gefunden. Ja, was natürlich schon sehr ordentlich ist. Ja, das ist schon sehr gut für den Panda. Ja, Thomas G. fast 1000 Gold am Start. Man könnte fast von Impact reden, aber der hat auch noch genug Holz. Ja, stimmt wohl. Er baut einfach nur nicht, weil er keine Lust hat. Nö, er hat einfach keine Lust. Er denkt sich, ja, paar Bären. Boah, jetzt haben wir hier einen Dryades sogar, ne? Ja. Ja, der Worm ist natürlich nutzlos gegen die Dryaden. Ja, da kann er höchstens den Archer mit angreifen, aber naja. So, also das sieht schon ziemlich pro Dovak aus. Ja, denke ich auch. Breath of Fire jetzt durch die Garks. Oh, wenn jetzt auch noch gleich die Mine tot. Oh, Garg wird's angeschlagen. Ja, ich schön mit dem Gift hier noch am Start. Inseln, wo man sich heilen kann? Nee, ne? Nee, gibt's nicht. Nee, gibt's nicht. Das ist ja auf Turtle Rock. Vielleicht findet X-Lord mittlerweile die Map so gut, weil man hinten, wenn man die Wisp geharrissen hat, sich dann da absetzen kann. Auch in der Mitte zwischen den Expansions. Ja, genau, da wo die Bäume stehen. Ja, genau, das ist natürlich auch fies, da kann man nichts machen. Oder auch wenn man da drüber steht. Man kann es einfach dann kontrollieren, wenn man in der Mitte äxt, dann kann man ihm da immer die Äxte abbrechen. 2-0 Upgrades mittlerweile sogar auf den R-Einheiten. Und fehlt eigentlich nicht mehr viel, 2 XP bis zu Level 4. Ja, da sehen wir jetzt auch, dass der Licht gebaut wird. Ja. Das habe ich immer noch nicht so ganz verstanden, weil man den Licht in diesem Matchup baut. Ja, ich weiß auch nicht. Manche bauen ihn einfach, wenn sie irgendwann für Level 5 DK haben, dann kriegen sie auch hoch. Das macht ja eigentlich noch Sinn. Ja. Aber dann kommt der Licht auch manchmal sofort oder ich weiß es nicht. Ja. Ich weiß auch nicht. Gegen die Hippo-Taktik macht es natürlich Sinn, den Licht sofort zu holen, weil dann braucht man auch ein Level 3 Licht. Das funktioniert dann wie der Panda eigentlich. Wir sehen gerade hier, Thomas steht jetzt auf 5 Supply und 2 Orbs. Eines Spielers werden sehe ich auch selten, dass es 2 Orbs gibt. Also, dass man die 2 Orbs Das ist natürlich nicht verkehrt. Ja, natürlich. Ich weiß nicht, wenn man noch 890 Gold hat. Ja, eben. Und Dovak hat jetzt 5 Supply und 340 Holz, Gold. Ich weiß nicht, jetzt hat er alles eingekauft. Der hat 2 Heal-Scrolls. Ja, 2 Heal-Scrolls. Ja. Claw ist jetzt direkt auf dem Vielleicht baut man auch deswegen den zweiten Held gegen den Level 3 Panda, um dann 2 Heal-Scrolls nutzen zu können. Ich glaube, man baut den Licht vor allen Dingen auch gegen Dryaden, oder? Ja, damit man mit dem Range, dann kann man immer schön eine auf die Dryaden und mit den Garst hinterher schiffen. Vor allem mit dem Ork macht man noch die Rüstung kaputt und so. Dann gehen die Dryaden halt flott kaputt. Das hatte ich nämlich auch mal gesehen, dass man sich dann den Lich und seine Gargos in eine Gruppe tut und dann einfach die Drops durchschiftet. Ja. Weil dann hat man immer auf der, die man angreift, minus 5 Armor. Jetzt sehen wir gerade, der Altar hier, der hat arge Probleme. Wird auch hier fallen, ziemlich sicher. 57 gegen 5 Supply. Call jetzt hier auf den DH. Gut. Ja, wird jetzt wahrscheinlich gleich... Wenn er dann irgendwann sich sicher ist, dass er lospumpen will. 2 Statues noch adden, damit er so ein bisschen Heal hat, auch gegen die Boffs. Das ist natürlich schon wichtig. Bei Thomas sehen wir, er geht jetzt sofort über 50 und baut noch mehr Dryaden. Eigentlich sollte er ja mittlerweile auch eine Expansion haben, also zumindest so der Normalfall auf Equals. Ich weiß nicht, aber wenn er jetzt noch expandieren würde, wäre, glaube ich, sein Nachteil zu groß. Dann könnte er den Druck gar nicht mehr standhalten. Ja, naja, gut, dadurch, dass sein Early Game halt so schlecht war. Die aber im Idealfall hätte man das jetzt noch eine Expansion. Ja. Das ist auch, glaube ich, das Einfache hier. Da kann man einfach easy expandieren. Ja. Man kann sie zum Beispiel über den Merc Camp bauen oder auch da unten bauen, wo jetzt seine Guards gerade sind. Geht es jetzt auf die Crypt? Ja, wenn er jetzt Druck macht, ist natürlich gut. Wenn er dann jetzt noch die Crypt abreißt, dann kann er keine Gargoyles mehr bauen. Da waren 2 Crypts, von daher. Ach, ja. Oh, jetzt ist der Demon ein bisschen aufpassen. Oh. Level 3. Kriegt die Hit Potion. Aber er hat, glaube ich, Step auf dem Panda, oder? Nee, hat er nicht. Oh, das könnte Dryade hier fällt in dem Moment. Oh, das sollte natürlich nicht passieren. Hat damals Stuff auf dem Demon da, also eigentlich hätte er den mal locker benutzen können. Ja, die Crypt wird wahrscheinlich fallen. Top wäre er natürlich, wenn er ihn jetzt beide Crypts abreißt. Ja. Oh, das wird Dovak wahrscheinlich nie mit sich machen lassen. Die Garks kommen jetzt von hinten gleich angeflogen. Hat er sogar noch die Sigurds. Ja, Breath of Fire nochmal raus. Power Worm. Der Worm kriegt. Ich glaube, der Worm. Boah, ganz bitter. Bär fällt zwar nicht gestellt. Jetzt Boff. Oh, gar nicht gedrunken genutzt und trotzdem abgesetzt.
Oh, jetzt der Panda Level 3, aber auch ein Panda, Er hat aber einen Step offen. Ja, hat er mit mal gut gemacht. 39 HP, schöne Aktion in diesem Moment. Jetzt geht's auf die Garks, auf die Dryaden. Ja, natürlich, wenn er den in der Base halten, bevor wir zurücksteppen. Ja. Step of Teleportation, DH jetzt ein bisschen angeschlagen. Jetzt sehen wir auch, wie er das hier macht, mit dem Licht und mit den Garks. Ja, das macht er gut. Und da gehen einige Dryaden kaputt. Oh, die wird auch noch sterben. Boah. Aber muss man sagen, der Kampf ging ganz klar für Dovak aus, auch wenn er den Worm am Anfang ein bisschen blöd verloren hat. Der hätte sich, glaube ich, Thomas G. einfach rausporten müssen sofort. Ja, nachdem nicht unbedingt. Nachdem er da die ersten Einheiten kaputt gemacht hat, oder? Das Problem war einfach, dass er seinen Panda nicht mehr hatte. Ja, stimmt wohl. Der das Gute war aber eigentlich, dass sein Panda kein Drunken geschmissen hat und dadurch hätten sie schön nachgebrannt, die Garks. Also eigentlich hat Thomas einen kleinen Fehler gemacht. Er hätte sich auch mal diesen Anti-Magic-Potion kaufen können. Die wären nicht schlecht gewesen. Ja, keine Destroyer. Die Stahlkräfte eines Spielers. Das ist natürlich immer hilfreich. Wird auch sofort gescoutet, ob die Echse in Auftrag gegeben wurde. Ja. Ja, ich meine, macht es ja meistens dann, wenn der Gegner beschäftigt ist. Und das war jetzt gerade. Ja, immer gerade, wenn man Druck aufbauen will, schiebt man noch eine Echse hinterher, um das noch zu sichern. Oder Lich jetzt schon mit plus 20 Schaden, ist natürlich auch nicht schlecht. Schon eine Maschine. Ja, und dann auch noch mit den 5 Armor weniger. Ja. DK jetzt auch schon fast Level 5. Ja, will jetzt wahrscheinlich da unten gleich den Turtle-Spot noch mitnehmen, dass er Licht 3 wird. Ah, sehen wir, Thomas G ist auch schon wieder auf dem Weg. Ja, Thomas G will jetzt aber wieder Go machen. Da kommt der nächste Worm, der ist schon wieder raus. Baut jetzt auch über 50 Supply, Statue. Ne, der Abo baut, der baut ja keine Statues. Abo gegen Dryaden wahrscheinlich. Ja. Braucht er natürlich auch noch das Stinken-Upgrade, sonst bringt das nicht so viel. Das Stinken-Upgrade? Das Stinken-Upgrade, das ist auch nicht schlecht. Das ist das beste Upgrade im ganzen Spiel, das muss man nochmal erwähnen. So, jetzt sehen wir hier, jetzt geht's direkt wieder in den großen Kampf. Oh, Call direkt auf den Bär, damit er nicht mehr verjüngen kann, der ist sofort tot. Kein Anti-Magic-Pop. Diesmal macht das gut, setzt ihn nach dem Drunken ab. Und so, ist in Ordnung. Oh, der Panda hier, Level 3, nur einen Breath machen können. Oh, jetzt vielleicht. Oh, das war gut. Ja, da hat er aufgepasst, aber. Jetzt steht der Worm wahrscheinlich vielleicht wieder ein bisschen blöd, wenn DH stark angeschlagen. Nimm nochmal eine Potion. Geht hier wieder ein Fokusfeuer ab, hat noch ein TP dabei, 200 HP. Jetzt könnt ihr weg. Ah, jetzt schiebt er auch die Echse, ne? Ja. Aber die Frage ist halt, ob das jetzt so sinnvoll ist. Hat sich wahrscheinlich. Ja, die Frage ist, wenn er jetzt. Weil es hält noch auf 50 und hat noch nicht gebaut, dann ist die Zeit, das durchaus zu machen, wenn er sich da unten ein bisschen hinstellt und rumcampt. Ja, ich meine, wenn ich jetzt, wann dann? Ja, aber er fliegt auch sofort runter, er weiß sofort, was Sache ist und lässt es auch gar nicht so ein bisschen. Hat auch 3-0 Upgrades für die Garks, also. Ja, das ist natürlich top. Gut dabei. Level 5 DK, Level 2,5 Lich. Mittlerweile keine Heilung mehr aus den Wells. Da macht er jetzt aber gerade das Upgrade. Wird nochmal das Stinken-Upgrade angesprochen. Finde ich sehr gut. Die eines Spielers werden angegriffen. Jetzt sind wir hier, kann er die Echse auf jeden Fall sichern. Ja, jetzt setzt er ihn auch noch ab. Ja. Das war vielleicht für die Galerie. Ja, wollte ich gerade sagen, gestorben wäre er sowieso. So, jetzt ist das Moonwell-Upgrade durch, mehr Regeneration und. Das ist ja schon mal nicht schlecht, also das finde ich immer extrem gut. So, ja. Wie viel man sich heilen kann als Night Elf mit Moonwells, wenn die. Ich weiß gar nicht, in irgendeinem Spiel war es mal. Ich glaube, da hat Grubby im Mobs-Chat gefragt, wieso Remind das Upgrade nicht macht. Nee, Check war's. Und dann hat Remind geantwortet, dass er das Upgrade wahrscheinlich gar nicht kennt. Eine Spielers werden angegriffen. Und ich weiß nicht, ob er es heute macht, aber. Das ist halt schon ein bisschen ärgerlich. Das Upgrade bringt halt echt viel. Ja. Mehr Regeneration, mehr Volumen, Mana. Ja. Ah, das ist bitter. Das ist, ich meine, wenn ich mir vorstelle, dass ich meinen Farms irgendwie essen könnte mit den Bauarbeitern, die heilen sich dann wieder. Ah. Aber wir haben ja die super Militia, die so viel bringen. Gerade wenn sie am Bauen sind. Ja, vor allen Dingen, wenn da ein Panda vorbeikommt, Panda Level Fire Level 3 macht, dann sind sie eh alle kaputt. Nicht nur 6 wie bei einer Wave, sondern direkt 100. So direkt alle. Ja. Bei Breath of Fire direkt durch die Garks. Gerade mal die Hälfte getroffen. Und seine Wisp lässt er einfach am Wald stehen, zieht sie gar nicht in die Mitte. 54 Thomas G. Jetzt haben wir insgesamt 65 schon für Dovak. Echse steht. Frage ist halt, was will er mit mehr Gold, wenn er kein Holz hat? Ja. Wobei, er hat ja ziemlich viel Holz, ne? Ja, mittlerweile schon, aber gerade schon wieder ein bisschen gelitten da. Ja. Auf der anderen Seite, ich denke mal, Dovak wird jetzt spätestens Go machen, wenn der Frostbomb da ist. Und dann ist sowieso. Ja, Dovak weiß einfach jetzt, wie es um ihn steht. Wenn die Echse länger läuft, hat er natürlich ein ziemliches Problem. Ja, dann könnte Thomas G nochmal zurückkommen, aber ich glaube, da weiß Dovak schon Bescheid. Aber mit Invopod auf dem DK wird er ihm auch nicht mehr zurückdrängen. Nee, glaube ich auch nicht. Jetzt sehen wir auch die angesprochenen 2 Statues für Mana und Heal. Ja, 67 Supply mittlerweile für den Undead. Ja, der plant jetzt auch sein Go. Ja. 2 Healing Scrolls. Denkst du, er geht in die Base oder denkst du, er geht auf die Expansion? Es wäre wahrscheinlich cleverer, auf die Echse zu gehen, weil die Moonwells sich gerade jetzt richtig schön regenerieren. Ja, stimmt. Und der Panda, wenn der dann direkt vor Ort ist und alle Moonwells trinken kann. Oh, dann sehen wir ihn öfter mal wieder mit vollen HPs einen Breath of Fire werfen. Das ist ziemlich böse.
Beide Neiderfios haben jetzt eine Heal Potion. Ja, die wird er auch bitter nötig brauchen. Ja. Invoport ist natürlich nicht zur Verfügung, weil Dovak den hat. Vor allem der Lich ist fast Level 3, haben wir nämlich zwei Nova Level 3 Coil, die hauen zusammen natürlich. Die angesprochenen Anti-Magic Potions nutzt er gar nicht. Ich weiß auch nicht warum. Ah, jetzt hat er einen Invoport auf seinem Panda, stafft ihn jetzt aber in die Base. Ob das so clever ist? Oh lala. Vor allem gegen zwei Frostburns. Ah, da sehen wir jetzt die Moonraids. In Aktion. Ja, und sofort wieder voll. Ja, das ist echt krass, aber. Wo ist eigentlich die Armee? Er ist nur mit dem DH geportet. Oh nein, ich glaub's nicht, da kommt die ganzen Dryaden, kommt nachgerückt. Jetzt geht's auf den DH. Der DH hat ein Problem hier. Hat noch nicht geportet, ja. Nutzt er die jetzt gleich. Oh, Panda jetzt schon wieder hier mit Feuer. Nova Coil, das ist ja gefallen. Oh. So schnell geht das. Jetzt hier noch Nova durch den Panda. Sieht jetzt nicht aber nicht aus, wenn der Panda jetzt nicht sterben sollte. Okay, der wird aber sterben. Oh, stafft sich jetzt nochmal. Kommt aber nicht mehr raus. Ach, kommt da nicht mehr weg. Ah, knappe Sache. 67 gegen 47, GG. Und somit 1:0. Na? Ganz klar. Hat er einfach besser taktiert. Ja. Definitiv. Da hat er vor allen Dingen im Early Game, also als die Tier-2-Action anfing, sag ich mal, als die Lores die ganze Zeit immer abgerissen worden sind, da hat sich ein Top-Vorteil rausgespielt, hat ihn dann nicht mehr so richtig ins Spiel finden lassen. Aber das Early war eigentlich noch für Thomas. Das war ja noch, wo er da mit den Ghoulen und. Stimmt, ja. Das, ganz am Anfang war es gut und dann Tier 2 hat er Probleme gekriegt. Ja, das ist natürlich blöd. So, zweite Map werden wir natürlich auch jetzt sofort rauskriegen. Das kann sich nur um Sekunden handeln. Ja, zweite Map war, glaube ich, Turtrock. Turtrock, stimmt. Ja. Stimmt, Turtrock war es. Und die werde ich auch direkt wieder mal umgehend aufmachen. Schildkrötenfans, wo haben wir sie denn hier? Da. Ja, wie gesagt, dritte Map war Secret Valley dann, ne? Ja. Falls es noch so weit kommt. Falls es eine dritte Map gibt. Kann natürlich durchaus sein. Turtrock, prinzipiell. Ja, wir wissen nicht so, wie wir sie einordnen sollen. Mal, es gibt Night Elves, die mögen die. Zum Beispiel Hot hat ja auch gegen Zuziri 2-0 gewonnen, auf Turtle Rock auch gewonnen. Ja, schwer zu sagen. Zuziri ist ja jetzt auch nicht schlecht gegen Elf, muss man sagen. Definitiv. Und auch grundsätzlich eigentlich ein ganz guter Spieler. Oh, Turtle. War doch Turtle. Ja, müsste er eigentlich mit gerechnet haben. SV. Also ich glaube, er hatte Turtle Rock geschrieben. Ich bin mir da, glaube ich, sogar ziemlich sicher, wenn wir nochmal gucken. Ja, Dovaks Map war auf jeden Fall Turtrock. Ich frage nochmal kurz. Losers Choice denn? Jo, nee. Nein, er dachte Losers Choice, deswegen. Ja. Na gut, deswegen sind wir jetzt doch auf Turtrock und das gefällt ihm. Da merkt man schon, ja, das gefällt ihm nicht so. Also vielleicht doch mittlerweile ein bisschen Favor für Undead. Oder zumindest gibt es einige Undeads, die darauf gerne spielen, nur Night Elves weniger. Ja, man hat halt diese Close Posey, was natürlich relativ gut ist. Einfach Double Crypt, Ghoul Rush rüber, alles zerkleinern. So, Dovak auch am Start. Red, Yellow sage ich dann nochmal. Die Farben. Na, sie wollen auf ihre Farben bestehen, so, aber wechseln doch. So, Dosus auch am Start, have fun. Kommt nochmal wegen WTV. Ja, da Dosus drin. Muss jetzt nur noch Ops gehen. Doso, Ops. Ah. Der junge Mann hier. Ein bisschen AFK. Ah, da ist er. So, jetzt, was sagt der ASDF? Ja. Doso muss nochmal seinen WTV-Rekorder neu starten. So ein Noob. So ein Noob, der Doso. Immer dasselbe. Schon ungefähr 20.000 Spiele gestreamt und kann es immer noch nicht. Ja? Aber ja, er baut nicht lang. Das geht ziemlich schnell, glaube ich, bei dem. Der wartet da, lässt da nicht so viel Zeit. So, dann wären wir eigentlich schon. Also es könnte jetzt die letzte Map sein, das ist das Krasse. Ja. Wie schnell das geht. Last Chance Qualifier. Da sehen wir es hier nochmal. Gucken wir es nochmal an. Ja, tatsächlich, hier muss ich ja gerade noch eintragen, sehe ich. WTV funktioniert nicht. Sagt er das gerade? Müssen wir wohl ohne WTV spielen, ja. Na gut, was sollen wir machen, ne? Ja, Doso kann auch nichts machen, er sagt, er hat alles ausprobiert. Müssen wir ohne WTV starten. Hatte ich das Match noch gar nicht eingetragen? Ja, Dennis, sie warten aber auf dein Go. Ja, das ja. So, ne, ich beeile mich ja schon. So, ich muss gerade überlegen. Thomas G gegen, was war das hier? Bro, da hat Thomas G ziemlich deutlich gewonnen. 2-0, ne? Das hatten wir auch gezeigt. Ja, 2-0, dann machen wir das so. Dann machen wir 1-0. So müsste es, glaube ich, stimmen. Hoffe ich. Oder umgedreht war es, oder? Ich glaube, falsch. Ich glaube, auch umgedreht, ne? Ne, funktioniert, oder? Ne, falsch rum. Doch, falsch rum. So, dann müssen wir es nochmal.
So war's. So. Ich brauche nur noch ein paar Sekunden. Ich mache ja nebenbei noch. Ja, die Spieler warten gern. Ja, also ich denke nicht, dass das das Problem ist. So. Es muss natürlich alles seine Richtigkeit haben. Ja, es muss ja auch alles so aussehen, als ob es wirklich alles ernst genommen worden ist. So, jetzt. Sehr professionell eingetragen. Ah, ich muss noch mal was ändern. Aber das Ergebnis steht halt auf der falschen Seite. Ja, noch, aber ich weiß auch wieso. Ich muss noch mal kurz offen setzen und dann. Ja, Admin TV. Ja, kommt bald. Sind wir hier gerade? Kommt bald. So, und jetzt müsste es gehen, wenn ich das dann noch mal schließe. Ja, ich versuche mich ja gerade als Admin, muss ich sagen. Und es ist nicht immer so einfach, wie man denkt. Ja? Es ist ja nicht schwer, aber wenn einem nicht das erklärt wird, was man gerne. Ja, man braucht, muss natürlich einmal drin sein und dann geht's wahrscheinlich. So, und jetzt habe ich. Bin ich ein krasser Kerl. Schon gut gemacht. So, jetzt gucke ich mal, ob es auch hier noch richtig eingetragen ist. Dovak weint jetzt schon so ein bisschen rum, er hat nicht so viel Zeit, will auch nicht gerne warten. So, ich sag schon mal, Herr FunGG, die können ja schon starten. Ich gucke jetzt noch, ob es richtig ist. Nein, es ist Blau. Nee, die können nicht starten. Achso, ich bin da raus. So. So, jetzt. Aber jetzt habe ich das einmal falsch eingetragen. Ist jetzt Bro noch in der nächsten Runde? Ja, es wird sich wahrscheinlich ändern, wenn du mal F5 drückst nach meinem Grid. Und? Nee. Warte ich jetzt nochmal. Ah, der Richtigkeitshalber muss man das natürlich nochmal alles ein bisschen anpassen. Ich denke, das wird gleich wieder gehen, aber es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. So, wir haben auf jeden Fall keine Close Position, das kann man schon mal sagen. Wird auf jeden Fall kein kurzes Game und ihr verpasst gerade noch gar nichts. Nee, definitiv nicht. Ich schließe das Headset jetzt nochmal. Mein Admin TV heute jetzt schon bei mir hier. Ja. Denn es ist allen anderen einen Schritt voraus. So, jetzt aber komm. Kann er mal. Also da steht Thomas gewinnt, Turnierbaum sagt mir, Thomas G ist auf. Ja, endlich. Sehr gut. Krasser Kerl. Und ich habe gehört, bei der ESL ist das ein Bug. Ja, die wissen nie, woran es liegt. Tja, und Dennis hat es einfach geklärt hier. Ja, Unfähigkeit. Ich habe nämlich auch unfähig gehandelt und da habe ich gemerkt, ich habe wirklich unfähig gehandelt und habe es dann wieder verbessert. Dann geht's. Muss nur ein bisschen rumspielen. So, letzte Map. Vielleicht. Turtle Rock. Anscheinend mag Thomas G sie nicht so gerne. Und spielt hier wahrscheinlich die DHBO. Ja. Findest du, dass man hier nicht auch ganz gut Dark Ranger spielen kann? Hast du das öfters auch mal gesehen? Also ich habe bis jetzt alle Tavern Heroes hier schon gesehen. Von Alchemist über Beastmaster über Dark Ranger. Und ich muss sagen, bis jetzt haben immer alle Leute verloren. Und von daher, DH ist wahrscheinlich ganz gut. Und ich hoffe jetzt, dass wir diese Remind-Taktik mal sehen können. Ja, fände ich auch nicht schlecht. Aber ich glaube, Thomas G denkt sich so, nee, die habe ich noch nicht so oft gespielt, vielleicht. Ja, das kann auch sein. Ich habe sie auch mal vor einiger Zeit bei Zeus gesehen, hat aber immer einen Klick mit versagt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, dass er nicht so klug spielt, wie man meint. Manche Taktiken muss man auch nicht immer sofort beim ersten Mal aufgeben. Also man muss da so ein bisschen drauf verharren und das noch ein paar Mal ausprobieren. Ja. Und also bei Remind hat man gesehen, da hat er ihn ja vorgeführt. Ja. Das war die dritte Map, glaube ich, und die erste, wo er das gewonnen hat auch damit. Das war auch das 2-1 gegen Lucifer, oder was war das? Ja, ich glaube, es war gegen Lucifer, ja. Ja, das war natürlich auch nicht schlecht. So, gucken wir mal, Demon Hunter ist hier der First Hero, da werden die ersten Archer gebaut, hier der erste Ghoul und da der dritte Ghoul sozusagen, also der zweite Ghoul schon sozusagen und hier der DK. Hier kann man auch, ich weiß noch, Protoss gegen Satin im Incup, da hat der Protoss dann mit zwei Crypts auch durchgerusht, hat ihn auch ziemlich kaputt gemacht, aber hat dann noch 2-1 verloren, glaube ich, im Halbfinale oder so war das. Auch ganz, ganz merkwürdig. Ja, den AOW-Creep, den er jetzt macht, ich weiß nicht, sehr viel, dass früh gescoutet wird zum Beispiel, um diese Close-Pose zu vermeiden und dass man dann erst den AOW dort aufsetzt. Aber man ihn sofort dort aufsetzen sollte, gerade gegen Undead auf der Map, ist natürlich ein bisschen fragwürdig. Ja, ein bisschen riskant. Ja. Das ist ja genau das gleiche wie gegen Human. Ja. Da hat man dann auch seine Problemchen. Tauschst du gerne auf Turtle Rock auf Close Position gegen Night Elf? Gerade wenn er hier den AOW-Creep noch macht? Ja, es bietet sich meistens an, aber es gibt Leute, die sich sofort darauf vorbereiten, direkt 3 AOW spawnen, dann lass dich natürlich von vornherein sein. Ja. Aber wenn es sich anbietet, natürlich, wieso nicht? Es ist natürlich die einfachste Variante, ein Spiel zu gewinnen. Natürlich ist es von der Taktik her komplexer, als es aussieht. Das sehen die meisten gar nicht so, aber es ist nicht so einfach. Das ist aber vor allen Dingen eine Do or Die. Also wenn das in die Hose geht, kommt man selten ins Spiel zurück. Das stimmt wohl, das habe ich auch von früher noch, kenne ich das noch. Tower Rush gemacht, hat nicht geklappt. Das Einzige, was man dann noch versuchen kann, ist irgendwie so eine Fast Exit. Ja. Gut, auf Turtle Rock ist das ziemlich schwer. Weiß nicht, auf anderen Maps geht es einigermaßen noch. Ich glaube, es gab ein Spiel von Todd, da hat er das auch gespielt, auf TM gegen Night Elf. Hat es dann aber komplett wieder abgebrochen und hat einfach Rifler getaggt. Der hat sich dann darauf vorbereitet, dass er Exit geht mit Ballisten und dann hat er ihn natürlich total überrascht. Ah, das ist bitter. Und das ist gerade das, so ein bisschen die Thematik in Warcraft, dass man viel predikten kann, weil es gibt diesen Standard-Taktik-Kram, den einfach jeder spielt. Wenn man davon einfach mal ein bisschen abweicht, dann steht der Gegner auf einmal da mit leeren Händen. Seine Taktik geht so gar nicht auf gegen deine und dann hat er so ziemliche Probleme.
Deswegen bin ich auch immer für was Neues. Ja, das ist auch, ich meine, das schaut sich meistens auch sehr gut an. Ja. Dazu ist es auch noch überraschend und der Gegner kann sich so gut drauf einstellen. Es gibt wenige Standardspieler, die sich gegen alles einstellen können. Und ja, da gibt es halt wirklich nur eine Handvoll, die dann immer wissen, was sie machen müssen. Ja, gerade Leute wie Sky, wo man einfach sieht, dass das Spiel komplett flüssig läuft, der nie ins Stocken gerät und er immer weiß, was er tut. Ja. Gibt es halt selten solche Spieler. Das stimmt wohl. Und Moon natürlich auch, die Ausnahmespieler natürlich. Die fünfte Rasse, der Fifth Race. Und wird nicht ohne Grund so genannt. Das stimmt wohl. Ich meine, wer Todd vorführen kann, ist aufs Lächerlichste. Ja, und Sky auch. Ja, ich meine, den kann man wirklich so nennen. So, jetzt sehen wir, kommt der DK Level 2 von der Seite, kann jetzt hier gerade den Creep-Check ansetzen. Kriegt sogar hier den Creep. Das hat er gut gemacht. Aber ich bin mit, hat er ihn? Doch, er hat ihn bekommen, das wäre Level 2. Jetzt sehen wir hier. Ja, macht das unsichtbaren Cloudin, das hat er gut gemacht. Mana Burn vielleicht mal? Ich weiß nicht, was hat er? Evasion geskillt? Ich glaube, er hat echt Evasion first geskillt, weil er dachte, er lässt ihn am Anfang ein bisschen in Ruhe. Ja. Das ist natürlich dann bitter. Ja. Gerade wenn wir noch hier mal ein, zwei Mana Burns reinsetzen hätte können. Hunter's Hall hier im Bau von Thomas. Also, Dovak lässt seine Ghule da ein bisschen in der Crypt stehen, er läuft jetzt aber wieder hoch, baut die zweite Crypt und den Graveyard. Kommen genau richtig, werden genau auf T2 fertig sein. Ja, sieht wieder ganz stark nach Garx aus. Ja. Aber die Strategie klappt halt auch. Ja, also man spielt sie halt schon seit Ewigkeiten. Ja. Und ich weiß nicht, wieso die Elfen sich nicht so gut drauf einstellen können. Bei Remind hat man gesehen, er stellt sich einfach super auf den Gegner ein mit den Hippos und es geht einfach super auf. Ja. Als würde er ihnen hier so ein bisschen in den Rücken fallen mit seinen paar Ghoulen, die er dabei hat. Machst du ja unsichtbar. Ah, ist ja die Manta am Start. Oh, jetzt vielleicht ein Surround. Ah, der Archer steht auf jeden Fall. Dust hat er auch dabei. Mich wundert es, dass man diesen großen Turtle-Spot in der Mitte gar nicht mehr nimmt. Mit irgendwie 8 Ghoulen oder so und Rod. Achso, stimmt. Ein schönes Item, Level 3 bekommt, Level 3, ne? Oder Level 3 sogar. Ja, stimmt. Level 3 finde ich vor allen Dingen das Allerwichtigste beim Undead. Wenn der Level 3 ist, hat er einfach einen ziemlich großen Vorteil sogar. Mit der Level 2 kann man fast jeden Creep klauen. Habe ich gerade bei Hasorps in den letzten Spielen sehr oft gesehen, dass er einfach immer auf Level 3 geht. Ja. Und dann hat er einfach ein gutes Midgame auch. Jetzt sehen wir hier. Zieht sich der Undead nochmal kurz zurück, wollte nochmal surrounden, täuscht nochmal an. Ja, jeder versucht jetzt so ein bisschen Zeit zu schinden. Ja. Der Undead halt weniger, weil er einfach in seiner Base safe ist. Belagert. Elf natürlich muss immer so ein bisschen Druck ausüben. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Sehen wir hier im Whisperers von einem Skelett in der Base, tauscht sie mal so in der Mine aus, damit sie nicht sterben. Aber die Manta ist surrounded hier, Staff Teleportation wird genutzt. Ah, hat er gut gemacht, den Staff gekauft und rausgestafft. Zwei Lores im Bau, Tier 3 Tech läuft, also wieder Bernd Riaden wie eben. Jetzt kommt wahrscheinlich auch der Second Hero in der Mitte. Wird wahrscheinlich wieder der Panda sein. Unwichtig ist er nicht, da ist er. Ja, das einzige Mittel wahrscheinlich gegen Garx, was es überhaupt gibt. Ja. So, da sind wir Sacrificial Pit. Der Archer wird wahrscheinlich sterben, der da oben steht. Vielleicht surrounded auch noch den Panda, aber das glaube ich nicht. Ah, da hat er ihn gut hingestellt. Das müsste Undead richtig schön weit rein. Ah, der Angun in der 4. Blockt er ihn da auch noch? Ah, schade. Da wäre. Ah, da ist einer. Ne, hat er selber getötet, der andere nicht. Jetzt sind wir nächsten Archer hier. Oh, da nochmal Skelettstab. Ah, stirbt. Jetzt kommen auch schon die ersten Gargoyles. Wieder kein AP in der Base. Ja. Ich weiß nicht, wieso er das macht. Ah, ich weiß auch nicht. Na, jetzt wird der Archer auch nochmal fallen. Ja, den blockt er da schön. Und? Auch vielleicht Selfkill? Ja, doch, nochmal. Level 2 und 1, Team Manta Panda gegen DK, der sich Richtung Level 3 nähert. Ah, diesmal hat er genug Holz. Ja, das stimmt wohl. Aber es kommen wieder ordentlich Garks hier angeflogen gleich. Direkt auf wieder Tier 3 taggt, nachdem er gescoutet hat, dass der 11 Tier 3 geht. 11 ist schon fast Tier 3 durch. Ja, das geht immer ziemlich flott bei dem Thomas G. Ich weiß gar nicht, hat er wenigstens diesmal das Adept-Upgrade? Hat er noch nicht. Ich glaube, er hat einfach erstmal am Anfang nur 2 Dryaden gebaut. Den Garg, der sollte er nicht verlieren. Wäre ziemlich unnötig. Ja, Vierter höchstwahrscheinlich nicht. Ja, das hat er nochmal gut über den Wald gerettet. Ah, hier sehen wir jetzt auch wahrscheinlich hinter diese Inseln hinten, hinter der Base, wo man sich dann einfach schön heilen kann. Ah, es ist dann, also ich meine, da braucht man halt dann wirklich Hippos. Ja. Sonst kommt man da auch nicht hin. Und eben. Die Streitkräfte eines Spielers werden angegriffen. Das Adapt-Upgrade ist echt jetzt erst im Bau. Aber dafür Thomas G. jetzt einen größeren Spot. Das wird auch langsam Zeit, dass er seine Heroes mal levelt. Die drei Garks harassen jetzt hier ordentlich. Das kostet natürlich wieder Holz, aber hat genug. Gibt es eigentlich auch extra Erfahrungen, wenn man Tier 3 ist und mehrere Helden hat? Also wenn man einen hat, ja definitiv. Ja. Wenn man drei hat, habe ich noch nie darauf geachtet, aber ich denke eigentlich schon, oder? Wäre es eigentlich gar nicht so blöd, dass wenn man sich diese Spots halt so verwahrt, dass man dann erst auf Tier 3 richtig gut kommt. Oh, Creepjack hier mit dem und dann noch die Turtle geklaut. Das war das und das Item, ich glaube es nicht. Oh, wie bitter das jetzt Panda war. Panda mit minimaler XP. Ja.
Da hätte er gerade den Breath of Fire durchgeworfen, dann wäre alles schön gewesen. Wäre sein XP und Item gewesen, aber da hat er ein bisschen gepennt. Der Undead jetzt ziemlich zügig getaggt, auch schon Tier 3. Eine ja. Stadt wird belagert. Also steht noch in der Base. Und hat er auch schon jetzt 43 Supply gleich. Baut hier noch zwei Guards. Hier sehen wir Demon Hunter, läuft zurück. Na, da sehen wir schon wieder den Shade rumfliegen. Ja. Eigentlich müsste er in der Base scouten, sehen, dass da die Opfergrube steht und dann einfach mal Dust usen. Ja. Also dann weiß man spätestens, dass ein Shade im Spiel ist. Weil das will er irgendwie nicht. Jetzt sehen wir 30 Supply gerade mal bei Thomas G. Und der baut auch gerade nichts, warum auch immer. Könnte zumindest irgendwie noch zwei Bären bauen ja. Oder was auch immer. Hat Supply frei, genug Ressourcen und... Ich wundere uns, dass die Einheiten aus dem zweiten Lore hinter der Hunter's Hall überhaupt dort rauskommen. Ja. Jetzt sehen wir hier einen Creep am Shop. Und der Undead versucht das natürlich wieder zu vereiteln, indem er da rumsteht, mit seinem Shade scoutet, schwachen Creeps abfängt. Ja, jetzt holt er sich sogar den dicken. Jetzt hat er sich sogar die Mana von dem Creep geklaut, um einfach mal den Ogre dort zu finishen und sich diese Sentry zu sichern. Das hat er gut gemacht. Jetzt muss er ein bisschen auf den DK aufpassen, sollte jetzt nicht unbedingt auf Low HP gehen. Der wird dann noch wegkommen. Hat er auch wieder Boots am Start. Der DK? Ja. Oh ja, tatsächlich. Hat aber, glaube ich, gerade gefunden im Spot. Oder gibt es die dort zu finden? Nee, da gibt's. Oh doch, warte mal. Gibt's auch Ring of Regeneration und so, ne? Ich glaube, da ist diese Itemreihe vertreten. Sehen wir hier die Stoneform und die Frenzy Ghouls. Also die Upgrades dafür jeweils. Ja, das ist halt. Dass er nicht da weiß, dass da einfach ein Shade ist. Auch gar nicht darauf spekuliert, dass da einer sein könnte. Das ist halt. Das wird richtig böse enden, dieser Creep. Aber wobei. Ich weiß nicht, ob der andere doch. Der wird in den Rücken fallen. Wenn er da den dicken klaut. Spätestens dann weiß er, dass ein Shade dort ist. Und dann hat er sich aber auch schon mehr. Jetzt hat er den Shade gesehen. Gedustet, lässt ihn aber leben. Das ist natürlich. Er hat Angst vor dem Creepjack gehabt. Mit einem HP kommt der Shade nochmal weg. Ja, wie sieht's aus? Den Creep. Also, wenn der jetzt. Eigentlich könnte Undead ihn sich schon längst holen. Einfach mal so ein bisschen drauf und. Ah, jetzt hat er keine Coil mehr. Und vor allen Dingen Low HP. Er hätte mal einen Invo Potion holen sollen. Na, spart schon wieder fleißig hoch, der Undead. Ja. War gar nicht blöd. Er denkt sich, ja, lass ihn den Creep, ich geh in seine Base. Randalier dort ein bisschen, töte ein paar Wisps wieder. Ja, und da könnte er sogar einige mitnehmen. Hat wieder ordentlich Guards mit 2-0 Upgrades. Vielleicht nimmt er auch einen Moonwell mit. Nee, macht er nicht. Geht nur auf die Wisp. Könnte mit seinen Ghoulen eigentlich den Wall. Oh, da fallen sie alle Level 4. Oh, Level 4 sogar. Und jetzt geht's auf die Moonwells. So. Und da TP-t jemand mit der Armee zurück. Oh, Panda nur Crystal Ball gefunden. Vielleicht kommt er jetzt mal auf die Idee, ihn zu nutzen und den Shade aufzudecken. Aber hat Level 3, ist er dann Tomb of Experience, oder? Ja, auf jeden Fall. Da war auf jeden Fall ein Tomb of Experience mit dem Spiel. 47 Supply jetzt mittlerweile für Thomas G. Das hat sich doch dann doch schnell hochgepusht, das Supply. Ah, die Garks arresten jetzt gleich wieder. Ja, das könnte ganz böse enden jetzt, wenn er jetzt gleich mit dem Bären vielleicht Go macht. Ja. Weil der Worm kommt jetzt zwar auch schon, aber da kann man noch so einiges rumreißen. Eine Stadt wird belagert. Annett will jetzt wieder Reste wegkriegen. Ja, da ist auch noch ordentlich was da. Vor allem kann er sich da ein bisschen heilen. Der Gargoyle rettet sich auch nochmal bei dem Wald. Den Level 5 Ogre-Mage. Ich weiß nicht, ob er da hinten Platz hat, um sich zu... Ja, natürlich. Passt da hin. Ja, der Ogre-Mage natürlich rettet ihm gleich wieder die HP. Das hat die K wieder im guten Bereich. Ja, das sehen wir hier auch. Das ist natürlich ordentlich. So, jetzt sehen wir die Garks zu resten. Weiter kommt der Breath of Fire wahrscheinlich. Ja, da haben wir ihn. Wald, schön. Der war ganz gut. Alle bis auf einen getroffen. Ja. Ja, aber Dovak, Thomas G. lässt sich da gar nicht aus der Fassung bringen und creept einfach weiter. Ja, vielleicht auch die richtige Lösung. Ja. Sich da nicht irgendwie die ganze Zeit in der Base aufhalten und rumgammeln. Ah, jetzt. Irgendwie ist er sich da so ein bisschen unschlüssig, macht jetzt vielleicht doch Go. Dachte eigentlich, er hat es eher auf den roten Spot dort hinten abgesehen, um seinen Panda vielleicht Level 4 zu bringen. Der Worm ist jetzt aber auch draußen. Aber wir haben keine Tower in der Base, außer die Main selber und Frost Tower. Normalerweise ist es ja gang und gäbe, dass man einfach mal zwei Spirits baut oder einen zumindest. Ja. Ja, und jetzt geht er hier eben auf die Wales. Vielleicht sollte Thomas G. jetzt einfach durchgehen und die Akolyten töten. Ja, das macht er jetzt wahrscheinlich auch mit dem Buff. Er kommt natürlich nicht so ganz schwer durch. Ja, hat er gut gebaut. Ja. Und jetzt kommt das TP hier gerade in dem Moment. Frostman ist mit am Start. Oh, da steht er. Oder sieht relativ wenig aus, was der Anwender hat. Ja. Oh, es geht so.
Da geht jetzt nochmal der erste Bär direkt down. Die Garks natürlich ziemlich gut gegen Dryaden und der Wurm fokussiert ja ordentlich. Das macht einfach gut. Er weiß einfach, worauf er den Fokus legen muss. Und hat noch zwei Heals kurz. Eine sollte er jetzt nutzen. Schön aus dem Spiel. Jetzt geht's hier wieder auf den Wurm mit allem, was er hat. Kommt wahrscheinlich jetzt die Heals Call. Ja, die Heals Call rettet ihn, hat keine Call mehr. Der Panda, der Bär soll jetzt hier auch noch down gehen. Der Bär hat er gesehen. Ja, der hat noch eine Dryade und noch eine wahrscheinlich. Ja. 46 gegen 30 Supply. Da hat er ihn echt vorgeführt. Ja. Also vom Micro her, und das ist natürlich nochmal eine Weltunterschied. Ja. Also es ist drei Klassen hier oder so. Ich weiß auch nicht, mittlerweile auch schon wieder 3-0 Air-Einheiten und Garks und Frostworms. Die Garks fliegen auch direkt wieder hoch und wollen da harassen. Der Shade hat es auch wieder hier gesehen, weiß wieder, wo sein Gegner ist. Ich glaube, hat denn Dobak überhaupt eine Einheit verloren? Ein Gark oder so? Ich glaube nicht. Ich habe nichts gesehen, vielleicht zwei Ghule könnte sein. Ja, könnte sein, dass er am Boden Ghoul verloren hat gegen den Bär. Behält den Crystal Ball, was mich so ein bisschen stutzig macht, weil er eigentlich ziemlich nutzlos ist gegen Undead. Ja. Man muss nicht nach Exen scouten, weil die Wahrscheinlichkeit, dass er Ext, ist nicht so gegeben. Ja, und wenn er Ext, dann muss er schon einen riesigen Vorteil haben. Ja, eben. Also bevor ein Undead zu Exen anfängt, da muss schon was passieren. Crystal Ball gibt, glaube ich, auch gar nicht so wenig Gold. Ich glaube bestimmt 200. 250 oder, so. Oder 200, ja. Da kann man schon mal eine Healing Scroll verkaufen oder einen Invopod. So, jetzt geht's hier wahrscheinlich in den nächsten Kampf. Ja, er sammelt sich da oben gerade ein bisschen mit seiner ganzen Armee. Hat noch wie viele Healing Scrolls? Eine, glaube ich. Ja. Aber kein TP mehr? Kein TP, das ist natürlich ein bisschen gefährlich. Ja. Gerade in der Base, wo der Muels hat, der Gegner. Und wir sehen noch kein Licht. Also gibt's immer noch keine Theorie dafür, wann man den Licht baut. Nee. Ja, vorhin schon, als er Level 4 war. Heute ist er schon Level 5 und immer noch nicht. Alles so ein bisschen merkwürdig. Ob das so gut ist, wenn man seine Dreads in der Base lässt gegen Gax? Na, ich weiß es auch nicht. Jetzt versteckt er auch der zwei Wisp an der anderen Seite. Hat aber, glaube ich, gar keine Wisp mehr, oder? Ich hatte einen noch in der Base, die ich gerade. Noch ein vier. Ja. Vier Stück. Jetzt hat er insgesamt fünf. Einen hat er gerade noch nachgebaut. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht sollte Thomas G. jetzt alles auf eine Karte setzen. Die ganze Map leer creepen, egal was in seiner Main passiert. Ja. Außer sein Main-Trail wird halt attackiert. Ja, ja, klar. Halt schon massiv auf Creep setzen. Oh. Schönes Timing hier. Da kam die Stoneform genau in dem Moment, als der Breath of Fire kam. Ja, das ist natürlich schön. Und dann hat er nichts getroffen. Das ist natürlich fies. Ja. Da sieht man sich einfach, wie sicher Dobak sich ist. Er kennt die Timings, weiß, wann was passiert und weiß einfach, wie man es anstellen muss. Wie ich schon sagte, hat so ein bisschen was von X-Lord vielleicht. Ja. Die Streitkräfte eines Spielers. Ja, also das mit dem Garkaris und dem Frostwings, das macht er da ziemlich ähnlich. Ja. Ist wahrscheinlich auch keine Seltenheit, aber trotzdem, dass man das so auf hohem Level auch schon spielen kann. Mit so viel Timing und Raffinesse, das ist schon gut. 70 Supply jetzt bei Dovak, also ich denke mal, der nächste Go wird entscheiden. Ja, Dovak setzt jetzt massiv auf Einheiten. Da kommt auch der Lich endlich. Ja, und der nächste Frostworm ist auch gleich am Start. Ah, sogar noch ein zweiter Frostworm und eine Statue mit Heal. Orb of Corruption würde sich auch wahrscheinlich gleich holen. Ah, und eine zweite Heal Scroll. Ja, oder? Was kommt jetzt? Orb würde ich sagen, oder? Ja, Orb kommt. Ja, Orb. Genau. Ah, macht das ein bisschen Druck nebenbei und creept mit seinem Licht wahrscheinlich auf 3. Könnte sogar theoretisch einfach Go machen. Ich glaube, es wäre ihm relativ egal. Das könnte, also es wäre, glaube ich, ziemlich vorbei. Ja. Die Streitkräfte eines Spielers. Scout nochmal nach Shade. Trifft natürlich nicht. Nur der Shade. Wo ist der Shade eigentlich? Stimmt. Der Shade ist irgendwann mal krepiert. Das kann durchaus sein. Vielleicht durch ein Breath of Fire unabsichtlich oder so. Wer weiß. Die Range von dem Teil ist jetzt nicht so gering. Ja. So, 70 Supply. Oh, ich schon zwei Pennen gefunden. Das ist natürlich 1A. Eine Stadt wird und da würde er gleich auch direkt Level 3 erreichen wollen. Die Streitkräfte eines Spielers werden. Also, macht einfach clever und Thomas G. lässt einfach mit sich spielen. Ja. Creept auch gar nicht mehr und verteidigt eigentlich nur noch. Call jetzt hier nochmal auf den Licht, dann ist er geheilt. Level 3 jetzt. Level 3 schon. Was findet er? Orbelt, das ist natürlich auch nicht schlecht. Ein bisschen mehr HP für so ein Licht, der relativ wenig hat als Intelligence. Das ist krass. Frost Armor hat er geskillt, also Nova hat er auch noch. Und Dark Ritual hat er, denkst du, hat er Dark Ritual oder Nova Level 2, oder? Ich glaube Nova Level 2. Ja. Hat er denn Frost Armor? Hat man nicht schon aus, ne? Hier auf dem Licht. Ach, hat er da, okay. Frost Armor bietet sich, glaube ich, gegen Masterwitz nicht so an, gerade wenn man einfach mal das Dispel Upgrade durchlaufen lässt. Aber in diesen Fights, wo wir zum Beispiel diese Hippos hatten und dann Frost einmal auf Frostworm halt das war das war so bitter. Ja. Dann fliegen die einfach nur noch rum und treffen dich und dann kommt noch eine Nova. Ah, da hält er sich jetzt wahrscheinlich einmal ganz voll, kauft nochmal ein TP, geht auf Nummer sicher und macht dann Ende.
Ja, ich denke, jetzt wird es auch gleich den Go geben. Ne, Protection Scroll hat er sich gekauft. Hat noch eine Rolle Heilung hier auf dem Licht. Frost Armor auf den ersten Frostworm. Protection Scroll kann auch ganz schön fies sein gegen Elfen, die einfach mit A-Move spielen. Ja. Und dann wird alles dispelled und sie attacken gar nicht. Ah, das, aber das passiert doch eigentlich nur Impact, oder? Ja, das passiert Impact unter anderem. Eigentlich mal gespannt jetzt. Jetzt soll es eigentlich zum dicken Fight kommen. Oh. 74 Blei gegen 56. Letzte Map und jetzt geht es in den entscheidenden Fight. Alles sofort auf den DH. Die Manta wird hier direkt auf 50% runtergehauen, zieht sich auch sofort zurück. Muss ich TP'en und jetzt sind wir hier so lange fokussiert. Zwei Gags bis jetzt gefallen. 72 gegen 47 und jetzt einmal TP'en, jetzt hat er keine Chance mehr wegzukommen. Mue sind leer. Mue ist alle leer. Protection Score wird noch komplett genutzt. Da wurde nichts gedispelt. Und bei Healing Score hat er sogar noch, oder? Einer hat er noch. Und jetzt geht's wieder auf den Demon Level 4. Da wird hier mit Nova Call schon wieder runtergehauen. Frostworms hinterher und da ist Lex. Und jetzt Lex fährt er erstmal. Wir bleiben drin. Das kann hoffentlich nicht so lange dauern. Ja, der Disc raus. Oh. Ich glaube, der kommt nicht mehr wieder. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass der DH das nochmal überlebt, ist so gering. Und wenn der stirbt, wird 118 AP, hat schon eine Heal Potion genutzt. Ja. Also da wird wahrscheinlich das GG jetzt gleich sofort kommen. So, zum Glück war ich der Host, das ist schon mal gut. Ja, ich denke direkt nach dem Kampf hier ist direkt zu Ende. Und der geht nicht mehr lang. So, gehen wir nochmal rein, in 8 Sekunden ist zu Ende. Wir wollen natürlich jetzt diesen Kampf hier nicht verpassen, also direkt ins Game rein. So 6, 5, 4, 3, 2, 1 und wir klicken ihn raus. Ja, da ist er raus. Da geht der Demon auch direkt in diesem Moment down. Level 5 für den DK und GG direkt im Anschluss. Da leckt noch jemand. Scar Flippy leckt auch noch. Ja, so ist das. Aber tatsächlich GG und es sind schon alle raus. Und das ging schnell. Gratulation an Dovak. 2-0 durchgesetzt mit der Gruppe, in der Gruppe mit Insomnia, Fire.de, Todd, Grubby. Wen haben wir noch? Rob mit in der Gruppe. Also das ist die Mördergruppe. Ja, der wird Spaß haben. Der wird sich freuen, ja, da glaube ich. Ich trage das auch mal direkt ein und... Wahnsinn, das ging schnell. Also das Turnier, muss man sagen, ziemlich flüssig durchgelaufen. Dovak hat sich auch ganz klar durchgespielt als dominanter Spieler. Einfach, glaube ich, alle 2-0 gewonnen. Ja. Bin mir nicht sicher. Ja, ich glaube auch, ne? Ja. Hat er nicht gegen so Rob 2-0, gegen Koro 2-0. Hat er nicht so die Probleme gehabt. Also war auf jeden Fall zu Recht Top Seed. Ja. Als Erster. Denke ich auch. Ach, Fury hat natürlich mal wieder ein bisschen enttäuscht, aber... Seltsamerweise immer, also in letzter Zeit immer ganz unten dabei, anstatt ganz oben. Ich verstehe auch nicht, wieso. So, ich ab das mal hier eben. Und, ach, jetzt habe ich schon wieder falsch gemacht. Das kann nicht sein. Ja? Dabei dachte ich, diesmal habe ich es so. Und ich muss es, glaube ich, mal wieder offen setzen. Und senden. Ja, war kurz, aber knackig. Ja. Aber es geht eigentlich. 1,5 Stunden haben wir jetzt gemacht. Okay. Wir hatten eigentlich gerechnet, dass das erste Spiel länger dauert. Ja, das war relativ schnell zu Ende. Einfach zweimal richtig gut Druck gemacht von Thomas G. Und dann war nichts mehr entgegenzusetzen. Da war Schicht im Schacht. Close und yes. So, jetzt hoffen wir, dass alles klappt. Match-Info. Und Dovak gewinnt. Turnierbaum. Ja, Dovak hat es geschafft. Auch im Grid hat er es geschafft. Ja. Nicht nur in Wirklichkeit. Jetzt auch offiziell. Ja, war eine nette 90 Minuten mit dir, muss ich sagen. Ging ziemlich flott. Ja. Wir sind fast schon durch. Was kann man noch sagen? Dich lieber hoffentlich auf die nächste Pro Series Finals. Ja, wir dürfen hoffen. Ich denke, du freust dich, wenn du es packst. Auf jeden Fall. Schon mit das fetteste Event, was man in Deutschland hat. Auf jeden Fall. Ja, viele Zuschauer, viel Geld, ja, gute Stimmung, geile Moderatoren. Ja, ich hoffe, es wird gut, wenn ich vertreten bin dann. Ja. Dann ist das das größte Turnier für dich, was du jemals hattest, oder? Auf jeden Fall. Ja. Ja, wir hatten ja vorhin schon ein paar Interviewfragen gemacht. Da darf man aber mehr, will ich ja nicht sagen. Aber tatsächlich wird es nochmal knapp für dich. Das war es auf jeden Fall hier vom Extreme Masters. Die Main Round kann man auch schon mal sagen. Einige Spiele werden auf der DreamHack gespielt, die in Schweden ist. Ja. Vielleicht auch mal ein Event für dich, wo du hinfahren möchtest. Ja, das überschneidet sich halt gerade mit den EPS Finals. Und das stimmt wohl, da geht es leider nicht. Da werden wir auch einige Spiele haben, hoffentlich. Je nachdem, wer alles vor Ort sein wird. Aber ich habe da gehört, einige gute Spieler sind schon da. Ich bedanke mich bei dir. Ja, wir haben gesehen, danke auch. Kogneu konnte sich mal wieder nicht durchsetzen. Dafür Dovak bis ganz nach vorne. Der neue kleine X-Lord, wie George schon sagt. Ich bin sehr gespannt, was er in der Main Round schaffen kann. Dein Tipp, schafft er es in die Top 8?
Ich weiß nicht, also es wird schwer und ich hoffe Ihnen alles Gute. Und ja, alles Gute. Es wird auf jeden Fall nicht einfach. Viele gute Spiele werdet ihr noch sehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns spätestens auf den Final Night Game wieder. Bis dann.